stell mal kurz unsere heutigen Spieler vor. Ja, in der oberen Ecke haben wir meinen Sohn Simi aus der Betthöhle. Ja, er spielt heute Timmy. Und magst du uns vielleicht kurz mal erzählen, worum es bei deinem Charakter geht? Hast du eine Vorgeschichte? Hast du dir was überlegt? Was soll dieser Charakter darstellen? Es ist Push to Talk, wir können dich nicht lachen hören, gell? Okay, also Timmy ist ein Spitzenathlet. Er hat bei den Olympischen Spielen mitgemacht unter der Kategorie bester Runner, deswegen auch der Name Flink. Hat nur Goldmedaillen gewonnen, alles, ne? Doch nun durch einen Sturz ist er halt ist seine Karriere halt den Bach runtergegangen, ne? Beinbruch, wird nichts mehr, wie beim Pferd, also ja. Alles klar. Also eine tragische Background-Story für Timmy. Alles klar. Dann gleich daneben Initiative Wurf an zweiter Stelle. Halfe Ninja aus dem Dojo von Shinobi in Vienna. Und sie spielt heute Sarah. Kannst du uns was über Sarah erzählen? Ja, gerne. Also Sarah ist eine Bäckerin, die eigentlich gerne studiert hätte, aber Umstände und so weiter und Geld und hin und her, also das wurde nichts. Aber ihr ist weiterhin dieses Interesse geblieben. Das heißt, sie ist von den Interessen her gut aufgestellt. Ich bin noch am Überlegen, ob sie nicht vielleicht irgendwann einmal Kunstgeschichte oder vergleichende Religionswissenschaften oder irgend so ein Numismatik, irgend so ein tolles Studium sich reinziehen möchte. Aber das wäre eigentlich ihre Leidenschaft. So arbeitet sie halt und es macht ihr auch Spaß, aber das ist eben nicht ihr das, was sie gerne machen würde. Alles klar. Und als Dritter im Bunde haben wir Shinobi in Vienna vom Dojo Shinobi in Vienna. Und er spielt heute Josef. Kannst du uns etwas über Josef erzählen? Ja, na gut. Also Josef ist ein Developer, ein extremer Eigenbrötler, hat keine Freunde, arbeitet auch nur in einem kleinen Team, in einem großen Konzern, lebt für seine Codes und das, was er damit machen kann, hat kaum Außenkontakte und kaum Freunde. Wunderbar. Dankeschön. Nochmal, noch ganz wichtig für diese Runde. Viele von euch da draußen haben vielleicht schon mal vom Mandela-Effekt gehört. Das ist dann, wenn man sich ganz sicher ist, dass Dinge aus der Geschichte anders passiert sind, als sie in den Geschichtsbüchern stehen oder man sie in Dokumentationen sieht. Und das häuft sich in letzter Zeit. Das ist immer wieder und wieder vorgekommen. Manche geben den Experimenten in CERN die Schuld und meinen, dass alle von uns mittlerweile durch die Zeit fallen, manche ein bisschen, durch die Dimensionen fallen, manche mehr, manche weniger. Manche glauben, dass es etwas mit der kosmischen Hintergrundstrahlung und deren Verschiebung zu tun hat. Es gibt unzählige Theorien dafür, warum es passiert. Aber niemand weiß es sicher. Das, woran ihr euch als Spieler noch erinnern könnt, ist, dass ihr schlafen gegangen seid. Und plötzlich wacht ihr auf. Ihr liegt in einem engen, recht dunklen Raum, der schaukelt. Von draußen kommen die Geräusche von starkem Wind, Sturm und Männern und Frauen, die sich unterhalten. Aber es ist so viel Chaos, dass ihr nicht genau verstehen könnt, worüber sie reden.
Ja? Manche wirken aufgeregt, manche wirken gelangweilt, manche ganz ruhig. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemliches Getose. Ja? Aber in dem Raum, in dem ihr euch befindet, ist es eigentlich recht schummrig. Ja? Ihr könnt also nicht genau sagen, wo ihr euch befindet. Der Boden ist recht kalt, die Wände sind aus Metall. Es kommt nur sehr wenig Licht herein durch wenige Spalte in der Tür. Es gibt ein Fenster, das ist völlig verdreckt und es ist rund. Ja, möchte vielleicht mal Timmy die Initiative ergreifen. Ich lege mich wieder schlafen. Ernsthaft? Kann nur ein Traum sein, oder? Nur um zu sehen, ob es real ist, ob es echt ist. Ich lege mich wieder schlafen. Okay. Sarah, deine Initiative? Ich würde mal hektisch nach einer Uhr suchen und schauen, wie spät es ist und ob ich verschlafen habe. Okay. Also du greifst mal um dich und du spürst eigentlich nur das kalte Metall des Bodens. Ja. Neben dir hast du was entdeckt. Es fühlt sich an wie ein zylindrisches Objekt, etwa so groß wie ein Eimer, etwa so kühl wie ein Eimer, etwa so geformt wie ein Eimer. Es ist ein Eimer. Und aus dem Eimer steht ein Objekt heraus, das lang ist und wie ein Stiel geformt ist und unten in Fransen endet. Ja? Es ist ein Mob. Ja. Den kannst du auf jeden Fall mal ertapsen. Gratuliere, du hast einen Mob. Shinobi, deine Initiative? Alexa, Licht an. Keine Reaktion? Alexa? Alexa, Licht an. Okay. Scheiße, die Sicherungen. Ich versuche aufzustehen. Also ich stehe auf. Ja, du stehst auf. Ihr seid alle in euren Schlafkleidungen und wir gehen davon aus, dass jeder von euch brav in einem Pyjama geschlafen hat. Ja? Also jeder von euch brav in einem Pyjama. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, kurz beschreiben, welches Muster eure Pyjama haben. Wenn ihr wollt. Niemand? Okay. Und doch. Doch, ich schon. Ja? Die Karte will auch, also kommt jetzt erst. Okay, bitte. Ich hätte gedacht, Timmy fängt an. Okay, also mein Pyjama hat so Usain Bolt, so kleine Cartoon Usain Bolt drauf, also wegen dem ganzen Running-Ding und so. Alles klar. Mein Pyjama ist. Mein Pyjama hat so diese typischen. Dieses Streifenmuster von oben nach unten in dunkelrot. Mhm. Wunderbar. Ich habe einen Onesie an mit einer Kapuze. Und das rundherum ist ein einziges Batman-Kostüm. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ja, Shinobi steht auf und sucht im Halbdunkeln nach seinen nach der Sicherung, nach dem Sicherungskasten. Ja, aber immer mehr und mehr kommt euch langsam der Gedanke, das kann unmöglich, also kein Bett, es ist unmöglich, das Zimmer, in dem ich mich schlafen gelegt habe, möglicherweise wurde ich entführt oder. Oder habe ich vielleicht die Nacht durchgezecht und kann mich nicht mehr erinnern? Es ist auch schwer, sich irgendwie zu erinnern, was gestern noch passiert ist. Oder vorgestern, ja? Irgendwie ist alles so schwammig in euren Köpfen, ja? So, als wenn zu viele Erinnerungen reinkommen und das Gehirn einfach anfängt, panisch alles auszusortieren. Ja, weil es sich gar nicht alles merken kann. Ja? Und ihr euch nicht mehr sicher seid, habe ich jetzt gestern den Wecker gestellt oder habe ich nur geträumt, gestern den Wecker zu stellen? Ihr seid euch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja? Das fühlt sich alles ein bisschen merkwürdig an. Ja?
Und es macht euch auch ein bisschen, es macht euch auch ein bisschen Angst. Ja? Simi, möchtest du die Initiative ergreifen? Timmy? Ich wache panisch wieder auf und bemerke, dass ich noch im Raum bin. Also gehe ich zur Tür und schaue, was sich dahinter verbirgt. Also, ihr seht, wie Simi aufsteht und scheinbar in Richtung Tür geht. Ja? Es ist nicht besonders gut zu erkennen. Ja? Und wie gesagt, ihr habt auch gerade erst bemerkt, huch, da sind noch andere Leute. Ja, also zumindest einer ist jetzt gerade aufgestanden und geht zur Tür. Ja. Nächste Initiative ist dann bei Sarah. Also ich springe panisch auf, schnapp mir den Mob und meine... Wer seid ihr? Wo bin ich überhaupt? Okay. Sarah hat jetzt einmal einen Mob als Waffe schon mal am Start. Den behält sie auch, merken wir uns. Und... Shinobi, deine Initiative in dieser Runde? Alexa, halt die Klappe! Ich fingere in meinem, in meinem Onesie, der hat so eine Känguru-Tasche auch, ja. Und suche mein Handy, weil das ist die einzige Lichtquelle, die ich irgendwie mir vorstellen kann, wenn nichts funktioniert. Finde ich das Handy oder das Drum? Wunderbar. Timmy erreicht die Tür und versucht sie zu öffnen. Das erste, was du bemerkst, ist, dass die Tür keine Klinke hat, sondern einen Drehmechanismus. Wie so eine Art großes metallenes Rad. Ja? Aber du merkst, es geht recht schwer auf. Ja? Willst du versuchen, es mit aller Gewalt aufzudrücken? Du musst die Taste drücken, sonst hören wir dich nicht, gell? Ich versuche nach links zu drehen. Ah, du versuchst mal zu drehen. Wunderbar, ja. Da das jetzt, wie gesagt, eine von diesen Situationen ist, wo ich sage, okay, dazu müssten wir jetzt wirklich schauen, kriegst du die Tür auf oder nicht? Weil das durchaus eine Krafteinstrengung ist, die auch von deiner körperlichen Konsistenz abhängt. Würfeln wir jetzt das erste Mal, ja? Der Würfelwurf also jetzt für Timmy. Und sein Kraftwurf, ja, alle drücken die Daumen, ja. Und vom Chat her gab es für dich noch keinen Karma. Das heißt, der Würfelwurf ist so, wie er ist, gell? So, und los geht's. Ja, genau. Hier. Und das ist eine 5. Und dein Körperwert ist, wenn ich das hier richtig lese, eine 2. Ja. Ja. Das heißt, wir haben eine 7. Ja. Und mit einer 7 bekommst du die Tür auf. Du musst die Taste drücken. Ich habe ihn durchgehört. Ja. Bis zu dir. Mit einer 7 kriegst du die Tür auf. Also ihr hört alle, wie das gerade ein fürchterliches, metallisches, kratzendes Geräusch macht. Ja, während... die Person, die jetzt zur Tür geschritten ist, diese versucht aufzumachen. Ja, nächste Initiative liegt bei Sarah. Ich versuche mal ein bisschen mehr zu erkennen. Also der Typ, der die ganze Zeit nach Alexa, von Alexa fantasiert, ich würde gerne sehen, wie der aussieht. Also ich würde gerne die anderen Menschen in diesem Raum mir mal genauer betrachten, bevor ich ihnen den Mob über den Kopf ziehe. Du gehst etwas näher heran oder versuchst du einfach nur präziser zu erkennen, wie die Figur aussieht? Präziser erkennen, also so, was haben sie an? Alles klar. Wunderbar. Also du schaust es mal, wen schaust du dir als erstes an? Den Josef. Josef, könntest du kurz deinen Charakter beschreiben, wenn er in dem Licht eines einer Yps-Heft-Taschenlampe beleuchtet werden würde? Ja, ich verstehe. Eine
eine recht hagere Gestalt, 1,85 Meter, 1,90 Meter ungefähr, recht groß, wirkt dünn, ja, hat eine schlechte Haltung, weil er doch recht groß ist, recht, so schütteres graues Haar, fast schon, nein, nicht Glatze, aber so an der Glatze heran, runterrasiert, dass es nicht so schlimm ausschaut. Hat auch sehr, wirkt jetzt nicht besonders sportlich im wahrsten Sinne des Wortes, und an ihm hängt dieser Batman wollen sie wirklich fast bis zur Lächerlichkeit, weil natürlich alles in Falten runterhängt, also seitlich so, und seine Bewegungen sind auch recht unsicher. Alles klar. So, deine Initiative auch gleich, Shinobi? Ja, ich gehe sofort auf alle Viere und krabbel irgendwo in die Ecke und versuche tatsächlich an eine Wand zu kommen, weil erstens einmal sind da zwei Fremde bei mir, und ich habe halt die Vorstellung, wenn ich auf allen Vieren irgendwo hinkrabbel, dass wenn die mit irgendwelchen Knarren herumballern, dann mich vielleicht nicht treffen. Alles klar, ja. Wunderbar. Die Tür öffnet sich, es kommt ein sehr unangenehmes, grelles Licht herein, gleichzeitig verbunden mit starkem Wind. Sehr kühl, sehr feucht. Die Stimmen von draußen, das ganze Geraune etc. wird lauter, aber es hat nicht den Anschein, als würde sich irgendjemand darum kümmern, dass da gerade eine Tür aufgegangen ist. Die Tür geht übrigens nach innen auf. Das heißt, das Erste, was ihr mal seht, ist einfach nur grelles Licht. Und jetzt, nachdem euch eure Augen sich ein bisschen dran gewöhnt haben, seht ihr auch einander. Ja? Ihr könnt zum einen den Raum besser kennen, und es ist ganz ordinär eine Abstellkammer. Da steht wirklich nicht sehr viel drin, außer Putzmittel und Regale mit Fetzen und vielleicht das ein oder andere kaputte Werkzeug und ein paar ölige Schrauben und sowas. Nichts wirklich von Wert, nichts wirklich, was man anfassen möchte. Sieht auch so aus, als wenn das eher von Leuten frequentiert wird, die nicht viel Interesse an dieser Art von Arbeit haben. Da steckt nicht viel Liebe hinter dem Putzzeug. Das muss gemacht werden, und das ist da. Der Fetzen ist schon so ausgerieben, dass man davon ausgehen kann, dass er seine Pension nicht mehr genießen kann. Es ist ein Trauerspiel. Die Wände sind karg, und das Metall, aus dem sie besteht, wirkt industriell. Stark industriell, ja. Bronzenfarben, manchmal leicht rostfarben, aber der Rost ist nur oberflächlich. Es ist vernünftige Qualität, aber man muss nicht Angst haben, dass das Ding auseinanderfällt. Aber es ist einfach nur praktisch. Es ist pragmatisch, es ist simpel. Ja? Jetzt seht ihr natürlich auch einander. Deswegen würde ich jetzt auch nochmal bitten, dass Simon sich jetzt bitte auch nochmal beschreibt, wie er aussieht. Also Timmy, bitte. Ja, recht groß, 1,86, dünn auf jeden Fall, ich bin weiß, kurze Haare, kurzer Bart und habe braune Augen. Und Augenbrauen habe ich auch noch, also. Ein wichtiges Zubehör, by the way. Sarah? Sarah ist eine, die junge Frau, so Mitte 30. Sie hat auch kurze Haare, auch weiß. Und sie ist so 1,60 groß und eher kräftig. Also nicht dick, sondern muskulös. Wunderbar. Gibt es noch irgendetwas, das du der vorigen Beschreibung noch hinzufügen möchtest, jetzt bei knalligem Tageslicht? Josef? Er ist sehr bleich. Okay. Gut,
Ja? Nachdem jetzt alle wissen, wer ihm gegenübersteht, der Raum ist etwa 5 Schritte groß, mehr gibt er nicht her. Und wie gesagt, das Fenster ist viel zu verdreckt, dass man irgendwie rausschauen könnte. Ja? Jetzt habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit zu reagieren aufeinander, ja? Oder auch direkt die Flucht zu ergreifen. Initiative liegt natürlich bei Timmy. Könntest du das nochmal wiederholen? Du warst abgehackt. War ich? Wirklich? Okay. Was willst du als nächstes tun? Ich versuche, jemanden anzusprechen, um zu fragen, wo ich bin. Sprichst du die Leute an, die anderen Spieler an, die mit dir in dem Raum sind? Oder nein, die ganzen... Ich gehe nach draußen. Okay, du gehst nach draußen, und, ja. Dann lassen wir es mal beim nach draußen gehen. Okay, gut. Ja. Sarah, du siehst, also der erste, Timmy, interessiert sich nicht wirklich für dich, interessiert sich nicht wirklich für die andere Person, geht einfach mal nach draußen, trägt aber einen Pyjama. Ich wende mich an den, auf dem Boden dahin laufenden Josef. Kriechenden. Kriechenden, Entschuldigung. So pathetic hätte ich ihn nicht eingeschätzt. Und meine so, wer sind Sie? Und wo bin ich hier? Tun Sie mir nichts! Tun Sie mir nichts! Ich kann Ihnen ja nichts tun! Aber ich wollte Ihnen nichts tun! Sie haben die Waffe in der Hand! Das ist ein fucking Mob! Das ist eine Waffe! Okay, ich leg den Mob weg. Okay, hier mal die ersten Friedensverhandlungen. So, für Simi, der jetzt nach draußen tritt, ja, ergibt sich ein sehr spannendes Bild und ich möchte bitten, natürlich die beiden anderen Spieler schon zuzuhören, weil diese Beschreibung werden sie natürlich dann auch sehen, wenn sie rausgehen, aber im Hinterkopf zu behalten, dass sie diese Informationen zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben. Ja, Timmy tritt nach draußen und findet sich direkt einem Abgrund gegenüber. Gott sei Dank befindet sich eine Absperrung vor diesem Abgrund. Es handelt sich selbstverständlich um eine Reling. Timmy kann direkt in den freien Himmel hinausschauen, denn genau da befindet er sich. Denn wenn er nach unten sieht, sieht er kein Wasser. Das ist was immer es ist, es fliegt. Zumindest aus der Perspektive heraus, die Timmy sieht. Ja? Ob es jetzt irgendwo angemacht ist oder etc., das kann er noch nicht sagen. Ja? Aber es sieht aus wie ein Schiff und es fliegt ganz offensichtlich. Ja? Und um ihn herum gehen Matrosen in sehr altmodischen Matrosenuniformen. Ich würde sagen, sieht alles so ein bisschen aus nach Mitte 18. Jahrhundert. Ja? Aber die Abzeichen hat er noch nie in seinem Leben vorher gesehen. Ja? Es wäre ihm keine Institution bekannt, die das so tragen würde. Der Himmel ist außerdem erstaunlich lila. Also er ist sehr stark von lila Zügen durchzogen. Ja? Er kann auch nicht ganz nach unten blicken. Auch da sieht er keinen Boden. Das ist alles lila Nebel. Ja? Und es ziehen sich immer wieder ganz kräftige lila Wolken Gebilde an ihm vorbei. Die Matrosen schauen ihn zwar ab und zu mal mit einem verwunderten Blick an, ja? Aber eher so mit einem Blick wie, warum arbeitet der nicht? Ja? Und warum hat er immer noch sein Pyjama an? Ja? Keiner von ihnen merkt irgendwie, dass da eine Person da wäre, die sie nicht kennen. Möglicherweise, weil auf diesem Schiff sehr viele Leute arbeiten, die sich vorher noch nie vorher gesehen haben. Aber das wäre ja nur eine Vermutung jetzt von Timmy. Ne? So. Neue Initiative-Runde. Timmy, du bist dran. Ich habe eine Panikattacke, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Kannst du die bitte ausspielen? Ja, sehr schön, danke.
Das ist schön, ja. Danke, danke. Der Lacher immer. So, Sarah, die sich noch im Raum befindet mit Josef. Ich versuche die Friedensverhandlungen weiterzuführen und sage, und wer sind Sie? Josef, möchtest du antworten? Wer sind Sie? Ich bin Sarah. Josef? Hallo Josef. Wie komme ich hierher? Wie kommen Sie in meine Besenkammer? Okay, das wird mir zu schräg. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und ich gehe auch zur Tür und schau mal raus. Derselbe Anblick, den ich vorher schon beschrieben habe. Hast du noch irgendwelche Fragen speziell zu dem, was du siehst? Wie breit ist denn der Gang bis zur Reling? Es ist gerade genug Platz, dass sich die Matrosen aneinander vorbeidrängeln können, wenn sie nach links und rechts jeweils immer wieder gehen, um irgendwelche Seile zu ziehen, das Deck zu schrubben oder irgendwas anderes gerade zu machen. Dürfte sich einfach nur um einen Seitenarm handeln, quasi Nutzweg, ja, nichts Essentielles für das Schiff, ne? Okay. Josef? Boah, wenn sich Sarah von mir abwendet, entspanne ich mich ein bisschen und gehe sicherheitshalber, also möglichst flott, zu dem Mob hin, um mich zu bewaffnen. Mhm. Wunderbar. Der Mob geht also jetzt an Josef. Josef ist jetzt mit dem Mob bewaffnet. Ein Offizier kommt eine Treppe herunter, geht den Gang entlang, schreit ein paar von den Matrosen an, bleibt vor Timmy stehen, sieht, wie er da halb einen Anfall kriegt und fragt die berühmten Worte: Was haben wir denn hier? Ich glaube, du hast ihn kaputt gemacht. Ich habe ihn kaputt gemacht, ja, offensichtlich. Ja. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh. Nicht schon wieder so einer. Haben Sie die ganze Nacht durchgesoffen, Matrose? Wissen Sie, auf welchem Schiff Sie sind? Nein. Auf welchem Schiff sind wir? Wie soll ich mit so jemandem arbeiten? Kann mir das jemand erklären? Es ist unmöglich! Wieso bekommen wir kein vernünftiges Personal mehr? Warum ist die Situation immer so verzweifelt, dass diese ganzen besoffenen Touris auf meinem Schiff landen? Ich weiß es nicht. Nun, egal wer du vorher warst, Bursche, und egal wer du glaubst, jemals gewesen zu sein, ja, jetzt bist du Matrose. Und dieses Schiff wird heute noch einen Wal fangen, weil wir das müssen. Ein Wal? Einen Wal. Du weißt, was ein Wal ist? Das sind diese großen fliegenden Dinger hier. Ja, jetzt ist keiner da. Du hast noch nie einen Wal gesehen? Woher glaubst du, kommt die Energie für alle deine Geräte? Woher glaubst du, kommt die Energie für dieses Schiff? Stromanlage. Was ist Strom? Bist du nicht ganz richtig im Kopf? Bist du krank?
Was ist Strom? Naja, die Energie, die Sie beschrieben haben, das nennt man Strom. Nein, was? Hallo? Du willst mir jetzt erklären, ja, wie Äther funktioniert? Ernsthaft jetzt? Du weißt nicht, dass das aus Wahl Blut gewonnen wird. Dass das der Treibstoff ist, der alles antreibt. Das weißt du nicht. Junge, wir stehen am Ende unserer Zivilisation, wenn wir aufhören, hier Wale zu jagen und die Energie produzieren, damit wir nicht in der Steinzeit landen. Unsere ganze Kultur hängt davon ab. Aber warten Sie, halt. Welche Zivilisation? Ich bin ganz neu. Ich bin von da gerade aufgewacht. Ich wurde offensichtlich hier entführt, das geht so nicht, also... Weißt du, in der guten alten Zeit hätte ich jemanden wie dich ins Loch werfen lassen. In der guten alten Zeit. Ja, aber ich hab gar kein Loch mehr. Ja? Sowas gibt's auf diesem Schiff gar nicht mehr. Ja? Und wenn es es gäbe, wäre es voll, weil ich umgeben bin von Dilettanten! Oh mein Gott. Während dieses Gespräch sich fortzieht, hat natürlich jetzt Sarah die Möglichkeit, Initiative zu ergreifen. Du bekommst mit, dass die Person, die vorher nach draußen gegangen ist, ganz offensichtlich von irgendjemandem heftig angegangen wird. Du hast gesagt, die Tür geht nach innen auf, oder? Ja. Okay. Ich die Tür ab. Nein, ich gehe wieder rein. Mach die Tür zu und sag zu Josef, Josef, ich glaube, wir wollen da nicht rausgehen. Ich weiß zwar nicht, was los ist, aber ich glaube, wir wollen da nicht. Warum hast du meinen Mob? Josef? Damit ich mich verteidigen kann. Also, vertrauenserweckend ist das nicht. Moment mal, wer hat den zuerst in der Hand gehabt? Also ich lasse mich jetzt nicht über Diskussionen über Mobs ein, ja, also das ist, nein. Leg ihn weg, ich habe ihn auch weggelegt. Na gut. Während okay. Dieses Gespräch im Innenraum passiert, ne, geht das Gespräch draußen auf der Reling mit Tim und dem Offizier weiter. Ja. Sie werden jetzt sofort in die Ausstattung gehen. Auf Deck 1. Werden sich eine anständige Uniform austeilen lassen. Und sofort ihren Dienst antreten. Wir werden in der nächsten Stunde wahrscheinlich auf Wale treffen. Und dann heißt es Sie oder wir. Und es ist mir völlig egal, ob Sie am Leben bleiben oder nicht. Aber sterben Sie mir nicht in einem Pyjama! Ohne dich noch eines weiteren Blickes zu würdigen. Aber warten Sie, ich habe die Musterung noch nicht bestanden. Hallo, warten Sie, hallo. Was ist mit der Mord? Panik. So, Sarah? Also, Josef, wie kommst du daher? Das wollte ich Sie gerade fragen. Also, du kannst du zu mir sagen und ich habe keine Ahnung, weil ich bin nicht hier schlafen gegangen. Das da ist, ich meine, ich schlafe nicht in Abstellkammern und ja. Dann haben wir was gemeinsam. Die letzten Worte des Offiziers waren übrigens auch für euch kaum zu überhören. Vielleicht träume ich das alles, ne? Ja, oder ich? Nein. Oh, okay, im Traum kann man nicht sterben. Also, das können wir gleich ausprobieren. Okay, ich mache die Tür auf und deute ihm so, bitte.
Der Weg ist frei. Also jetzt geht in mir, überlege ich mir, also ja, also ich springe jetzt nicht irgendwie über die Reling, um herauszuprobieren, weil das ist trotzdem nicht angenehm, wenn ich so dumm aufwache. Ich denke das mal, dass ein Klartraum ist. Und da ich die letzten Worte des Offiziers gehört habe, mit dem sie gehen jetzt da zum Zeugwart, in Anführungszeichen, also lassen sich ausstatten, in die Ausstattung, gehe ich mal einen vorsichtigen Schritt nach draußen. Wahrscheinlich treffe ich da dann auf Timmy, der immer noch so okay. Exakt. Panikattacke, ja. Wunderbar. Geht ihr, verlasst ihr alle drei jetzt den Raum? Ich bin schon draußen. Dann seid ihr, genau, dann seid ihr alle drei jetzt auf dieser Reling. Da passiert es plötzlich, während einer Panikattacke, bei der er sich zu weit über die Reling gebeugt hat, rutscht Tim leider aus und es kommt zu einem Unfall. Es kommt zu einem Unfall. Er rutscht nach vorne, kippt über die Reling nach unten und bleibt mit seinem Fuß oben am Gestänge der Reling hängen. Er hängt nun kopfüber, ventilierend. In diesem Moment die Reling runter. Er verliert damit seine Initiative für diese Runde. Ja, und damit beginnt, geht die Initiative direkt an Sarah weiter. Was soll das? Um Himmels Willen! Ich stürze zu ihm hin, schnapp ihn an den Hosen, an den Beinen und versuche ihn hochzuziehen. Alles klar. Bevor wir würfeln, frage ich noch Shinobi, was wäre dein Zug in der Runde? Ja, dass Sarah an mir vorbeiläuft und das auch, also mache ich das gleiche wie sie, ich will den ja nicht runterfallen lassen. So. Und hier kommt gutes Karma rein, das können wir jetzt noch für diesen Zug werten. Das heißt, wir haben jetzt einmal gutes Karma schon vorher für Sarah reinbekommen, wir haben jetzt noch mehr gutes Karma für Sarah reinbekommen. Und das Dankeschön. Heißt, auf den nun folgenden Würfelwurf hat Sarah eine plus 2 und sie würfelt natürlich auf erst einmal auf Geschicklichkeit, ob sie ihn zum Schnappen bekommt, ja, und dann nochmal auf Körper, ob sie stark genug ist, ihn auch zu heben. Willst du den Würfelwurf auf einmal einsetzen oder willst du die beiden Boni jeweils auf dem Würfel auf zwei Würfelwürfe aufgeteilt haben? Ich bin bei Geschick nicht so gut. Also würde ich also sagen, lieber alles auf Geschick. Ja. Gut. Eine weise Entscheidung. Und hier kommt Sarahs Würfelwurf. Yes. Eine 6 plus die 1 plus zweimal gutes Karma. Ja. Ergibt 9. Ja, 9. Und damit hat sie selbstverständlich, ja, Timmy an den Beinen gepackt. Ja, und jetzt kommt natürlich der Kraftwurf. Wird sie ihn halten können? Kann sie ihn direkt hochziehen mit ihrer extremen Stärke? Ja, wir werden das erfahren nach diesem Würfelwurf. Achtung! Und nochmal eine 6. Und das bedeutet, sie kann ihn problemlos wieder an Bord zurückziehen. Erschrocken. Entschuldigung? Danke, lieber Chat, für das gute Karma. Das hat sehr geholfen. Erschrocken und ziemlich fertig. Ist es nun soweit? Timmy jetzt wieder auf der Reling? Selbstverständlich in kauernder Position und äußerst fertig und immer noch nicht wirklich fähig, anständig zu agieren. Trotzdem gebe ich dir gerne die Möglichkeit, eine Catchphrase rauszuhauen in dieser Phase. Also bitte. Ich danke, Muskelbraut. Danke. Danke.
So, Warfronts, vielen, vielen Dank. Sarah hat nochmal ein gutes Karma reinbekommen, merken wir uns für den nächsten Würfelwurf. Und ja. Dankeschön. Initiative wieder bei Sarah. Also ich packe Timmy rechts und links bei den Schultern und meine, ist alles okay? Geht's dir gut? Er ist noch am Hyperventilieren. Josef, was tust du? Ich habe mal gelesen, dass sich Menschen sicherer fühlen, wenn sie sich irgendwo anhalten können. Deswegen nehme ich jetzt schnappe ich mit dem Mob, drücke ihm den Timmy in die Hand und sage, da, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und gehe dann weiter nach vorne zur Ausstattung. Alles klar. Wollt ihr mal dem Josef folgen fürs Erste und ihm nachgehen? Ja, dann geht ihr mal alle nach vorne. Geht rauf eine relativ dünne Treppe. Man merkt ganz deutlich, Timmy ist nicht mehr sehr angetan, in die Nähe der Reling zu kommen. Ja? Timmy, du hast jetzt bis zum Ende dieses Abenteuers, möglicherweise auch bis zum Ende dieser Staffel, Höhenangst. Ja? Merk dir das bitte. Ja, du hast, okay. Das ist ein Trauma. Ja, und das musst du versuchen zu überwinden. Wenn du es bis zum Ende der Staffel nicht überwindest, dann wird es permanenter Teil deines Charakters. Ja, also versuch es loszuwerden. Vielleicht findest du ja einen Therapeuten, vielleicht findest du eine Situation, in der du das überwinden kannst, mit einem genialen Würfelwurf und mit Hilfe des Chats. Schau mal, was passiert. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Ja? Ja, aber fürs Erste willst du mal von Höhen nichts wissen. Ja? Okay. Wunderbar. Ihr geht also diese Treppe hoch und kommt auf das Deck und ihr seht jetzt, die Dimensionen dieses Schiffes und die Dimensionen dieses Schiffes sind durchaus beeindruckend, vergleichbar mit einem Transportschiff, auf dem diese riesengroßen Lastwagencontainer über das Meer geschippert werden, also ein richtig, richtig gewaltiges Schiff. Und auf der Oberfläche könnt ihr geradezu häuserhohe Gebäude sehen, ne, die hier installiert sind. Es sind 6 große Harpunen und mit groß meine ich so wirklich so Meter, mehrere 10 Meter hohe Harpunengeschütze mit extrem großen Harpunen-Teilen drin. 2 wurden scheinbar abgefeuert. Die sind nicht geladen. Die anderen 4 sind noch quasi abzufeuern. Sieht nicht so aus, als könnte man sowas während des Flugs nachladen. Also da braucht man sicherlich irgendwo ein Dock, wo man so ein Geschütz dann wieder nachgeladen bekommt. Das ist keine Waffe, die man wieder während des Flugs nachlädt. Ja? Das ist einfach von den Dimensionen her viel zu groß. Ne? Und ihr seht geschäftiges Treiben, unzählige Matrosen auch hier wieder. Ihr werdet relativ ignoriert. Die meisten Matrosen scheinen sich untereinander nicht wirklich zu kennen. Die meisten scheinen auch nicht wirklich Bock zu haben, auf diesem Schiff zu dienen. Aber scheinbar, was muss, das muss. Ja? Soweit mal hierzu. Ihr seht über euch die sehr beeindruckende Ballonkonstruktion, die euch in der Luft hält. Es handelt sich ganz offensichtlich um ein Gasgemisch, das euch da in der Luft hält. Der Ballon ist geradezu gigantisch. Die Dimensionen sind alle äußerst beeindruckend, fast schon, ich will schon fast sagen, beängstigend. Und das ist das mal der erste große Eindruck von diesem Schiff, auf dem ihr euch befindet. Und von hier aus könnt ihr ziemlich sicher sagen, es gibt keinen Weg von diesem Schiff runter, außer ihr wollt unbedingt rausfinden, was am Boden ist. Also unter dem Nebel. Ja. Und Also springen halt quasi. Ne? So.
Initiative liegt bei Tim. Möchtest du auf diese Situation reagieren? Möchtest du irgendwas dazu sagen? Ich komme wieder runter. Also ich versuche mich noch zu beruhigen, halte mich aber an der großen Schulter von der Muskellady noch fest und drück ein bisschen an der Schulter. Das beruhigt mich. Okay. Sarah? Ja, also ich tätschel Timmy so, wo er mich wo er sich festhält und meine so, okay, also sowas habe ich noch nie gesehen. Hoffentlich ist das kein Wasserstoff. Josef? Ich habe mich jetzt gerade mal abgefunden, dass ich in einem ziemlich interessanten Klartraum bin. Und die Typen hinter mir sind offensichtlich mein Support, also werden wir schon sehen, was passiert mit denen. Oder das, was sich halt mein Unbewusstes da vorstellt. Und dann gehe ich einfach forschen Schrittes dort, wo ich glaube, weil das weiß ich natürlich nicht ganz genau, wo diese Ausstattung ist, damit ich mir vielleicht so eine Ausrüstung hole. Gute Idee. Und es ist tatsächlich nicht mal schwer zu finden. Also es dürfte offensichtlich den Konstrukteuren ein Anliegen gewesen sein, dass Matrosen, die also Leute, die völlig desillusioniert sind, ja, sehr schnell das Ausrüstungsbüro erkennen und dort hinkommen können. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr, da ihr ja Mangel an Optionen, ja, jetzt einfach mal das ansteuern werdet, ne? Allein schon mal, um passende Kleidung zu bekommen. Ne? Ihr betretet das Ausstattungsbüro, ein, wie man sich vorstellen kann, sehr spartanisch eingerichtetes Gebäude. Der Raum, in dem ihr euch befindet, hat einfach einen ganz simplen Holztresen. Dahinter Regale voll mit unterschiedlichen Größen an Stiefeln, Matrosenkleidung, Werkzeuggürtel. Und genau diese bekommt ihr auch. Auch eine Kopfbedeckung selbstverständlich. Der Werkzeuggürtel ist quasi leer, bis auf ganz wenige Haken und sowas etc. ist da noch nichts dran. Also ihr habt noch kein Werkzeug diesbezüglich natürlich bekommen, weil ihr auch noch keine Arbeit zugewiesen bekommen habt. Aber der Gürtel mit den Haken dran, wo dann Dinge habt, den habt ihr auf jeden Fall schon. Stiefel habt ihr bekommen, Socken habt ihr bekommen. Kleidung habt ihr bekommen. In Khaki, so wie es sich gehört. Und ich gehe mal davon aus, wollt ihr das alle anziehen oder weigert sich jemand? Ich möchte mit dem Quartiermeister reden. Ja, okay, gut. Ja, der Quartiermeister, auch nur eine Person, die dort ist, ist ein großer, pockennarbiger Typ mit einer sehr auffälligen Warze hier. Ich würde das gern simulieren, weil sowas ist total ablenkend, nämlich. Also du spielst das jetzt aus quasi. Ja. Ja, ja. Großartig. Mit einer Warze hier, also du musst dir hier so eine Warze vorstellen. Ja. So eine fette Pockennarbe. Ja. Okay. Großer, gedrungener Typ. Ja, sitzt da. Ist was. Okay, ich gehe auf ihn zu. Ja. Entschuldigung, aber. Hi. Was ist? Wo guckst du hin? Hi. Wo guckst du hin? Auf ihr Gesicht. Was ist mit meinem Gesicht? Es ist wunderschön. Stimmt was mit meinem Gesicht nicht? Nein, sie sind echt schön, Sir. Ich wollte nur fragen, ob es vielleicht Sportschuhe hätte. Halt. So einer bin ich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Hören Sie! Ich weiß, Schifffahrten sind lang. Und ihr jungen Leute, ihr macht, was ihr wollt, aber nicht mit mir. Ja, okay. So, aber boah, meine Fresse. Hätten Sie vielleicht Sportschuhe? Sport was?
Sportschuhe, also diese Stiefel da, die haben, die schauen Sie, die gehen über die Knöchel, also sie, meine Fresse, sie gehen über die Knöchel, hätte vielleicht Sportschuhe für mich. Was sind Sportschuhe? Ja, Schuhe, mit denen man Sport machen kann. Machen Sie keinen Sport? Schuhe, mit denen man Sport machen kann? Ja, wie laufen. Laufen oder so. Ja, du willst in den Schuhen laufen? Ja, natürlich. Was macht man denn sonst mit Schuhen? Warum zum Teufel willst du laufen? Wenn Ich bin es denen Sport. völlig tut? Bist du. Okay, also hören Sie, hätten Sie jetzt aber meine Fresse. Hören Sie, haben Sie vielleicht Schuhe, die nicht über die Knöchel gehen? Schuhe, die nicht über die Knöchel gehen? Ja. Nein. Sie haben nur die Stiefel. Okay, kann man sich irgendwie Schuhe bestellen lassen oder so? Bestellen lassen. Du hast so merkwürdige Wörter und du bist so ein seltsamer. Bist du ganz richtig im Kopf? Hören Sie, ich hing gerade über die Reling, okay, mir geht's gerade. Ich nehme jetzt die Stiefel. Der Mann sieht dir noch eine Zeit lang sehr verdutzt nach und versucht irgendwie sein Weltbild wieder zu sammeln. Ja, aber auf jeden Fall kann ich davon ausgehen, dass alle anderen das angezogen haben. Möchtest du vielleicht nur mit den Socken gehen, Timmy? Ich probiere die Schuhe an. Und bemerke, dass mir die Schuhgröße nicht passt. Ja, okay. Zur Kenntnis genommen. Also gehe ich nochmals zum Quartiermeister zurück. Und denke mir nur, Scheiße. Was ist jetzt schon wieder? Also, mir passen die Schuhe nicht. Hier passen die Schuhe nicht, Jüngchen. Ja, wissen Sie, ich brauche Größe 47. Ah, okay. Also, Eine ja. Sekunde. Ja. Er stellt dir ein zweites Paar hin, das ganz eindeutig zu klein ist. Hören Sie, ich habe gesagt. Entschuldigen Sie, aber ich habe gesagt 47. Ja, man merkt doch ganz klipp und klar, dass die kleiner sind als das vorherige Paar. Jungchen, willst du mir jetzt meinen Job erklären? Nein, möchte ich nicht. Ich will nur die passende Schuhe haben. Das sind die passenden Schuhe. Nein, sind sie Denn du nicht. bist Nein, offensichtlich sind ein sie quengliges nicht. Nein. kleines Kind. Nein, Und sind das sie sind die nicht. Schuhe für ein quengliges kleines Kind. Und Das jetzt sind geh sie mir nicht. aus der Sonne! Ich bewerfe ihn mit den Stichfallen. Autsch! Darf ich mich einschalten dazu? Ja, bitte. Okay, also ich würde mich hinter Timmy stellen und so mütterlich eine Hand auf seine Schulter legen und Ja, meinen zum ja, ja. Quartiermeister meinen, also hören Sie mal, wenn wir ordentlich arbeiten sollen, dann brauchen wir auch das richtige Werkzeug dazu. Geben Sie ihm noch einfach passende Schuhe. Na gut. Danke. Meinetwegen. Die Jugend von heute. So, es kommt ein anderes Paar Schuhe. Auch Danke, das passt dir Muskellady. natürlich nicht. Wollen Sie mich verarschen? Ich habe recht, aber ich steige über deine Theke. Jetzt reicht aber. Psst. Jetzt reicht aber. Zwei Männer Komm treten in den zurück. Raum hinein. Beide Komm her. Komm her. tragen eine schwarze Uniform. Und fragen, gibt fast zeitgleich, gibt es ein Problem? Ja, natürlich gibt es ein Problem.
Der gibt mir nicht die passende Schuhgröße. Die beiden Männer gehen auf den hysterischen Timmy zu, packen ihn bei der Schulter und ziehen ihn nach unten auf den Boden. Dort fixieren sie ihn und legen die Handschellen an. Griffe weg! Griffe weg, Sie Pisser! Nehmen Sie die Griffe weg! Wissen Sie nicht, wer ich bin? Möchte irgendjemand von euch beiden eingreifen? Sarah? Wissen Sie nicht, wer ich bin? So, das ist mir nicht so schräg. Okay, wird nur zugesehen. Er wird sich gleich beruhigen. Wird sich. Einer von den beiden sagt: Sir, Sie haben offensichtlich eine Panikattacke. Wir sind in dieser Situation geschult. Bitte folgen Sie uns und tragen Timmy, den tobenden Timmy, aus dem Raum heraus. Bitte. Fass mich nicht an! Okay, ja. Ich denke mir jetzt gerade für mich selbst, ja. Mhm. Okay, also ich sollte in meinem Traum keine Panik zeigen und auch keine Furcht zeigen, weil sonst werde ich irgendwo hingeschleppt, wo es noch viel ungemütlicher wird. Ich finde das mal kurz Metatalk großartig, dass wir es schaffen, schon zum zweiten Mal hintereinander die Party zu splitten. ich sag zu einem von den Typen in Schwarz, wo bringen Sie ihn denn hin? Ma'am, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben spezielle Einrichtungen für Leute, die den Collar bekommen. Es ist überhaupt kein Problem. Es wird ihm gut gehen und er wird, sobald er sich beruhigt hat, auch wieder freigelassen. Bekommt er dann passende Schuhe? Seine Schuhe sind großartig. Das bin ich dir jetzt, den Drecksack, Alter. Lassen Sie mich runter! Ich versuche ihn zu treten. Lassen Sie mich runter! Das geschulte Personal weicht deinen Tritten aus und trägt dich weiter nach draußen. Nehmen Sie mir die Handschellen runter! Mann, so. Timmy hat das Haus verlassen. Sarah und Josef sind noch da. Sie haben mittlerweile die Uniformen an. Das heißt, sie können, wenn sie wollen, Timmy folgen oder sich weiter anderwertig im Schiff umsehen. Sarah hat die Initiative. Ich würde gerne vom Chat wissen, was sie denn so was ihnen lieber ist. Oder okay. Ob es da Meinungen gibt, das wäre cool. Gut, dann schauen wir mal in den Chat rein. Was hättet ihr für Vorschläge? Wie sollen Sarah und Josef jetzt mit dieser Situation umgehen? Fragen wir das Schicksal und geben wir euch jetzt mal, sagen wir, 2 Minuten, 3 Minuten Zeit, kurz mal in den Chat zu posten. Wer möchte, was ihr sagen würdet, was getan werden muss. Beluin meint, weiter umsehen. Dann haben wir Thylissael, den MRB unauffällig folgen. Ja, kommt noch eine Meinung rein? Metal Lady schreibt, das Schiff auskundschaften. Das wären schon zwei Auskundschafter. Zwei Leute sagen schon, okay, lass Timmy im Loch verrecken. Er hat es nicht besser verdient. Okay. Das merke ich mir. Gut. Split Gaming. Here we go. So, die Entscheidung liegt aber selbstverständlich bei Sarah. Sarah, du hast wieder die Initiative. Okay. Also, Josef. Ich glaube, dem kann man nicht mehr helfen. Wollen wir uns nicht umschauen? Josef? Sollte der mitbekommen, dass das ein Spiel ist. Naja. Ist schon eine arme Sau, oder? Ja, aber ich meine,
Ich werde hier keine Revolution starten, ich meine. Aber, der gehört doch auch nicht hierher, so wie wir. Naja, es, weißt du, meine Eingebung sagt mir, dass man ihn wirklich nur retten kann, wenn man die Umgebung auch gut kennt. Okay. Bin dabei. Machen wir. Wunderbar. Das heißt, ihr beide geht die Umgebung erkunden und seht euch mal genauer auf dem Schiff um, weil euch ja auch noch niemand großartig eine Arbeit zugeteilt hat. Und ihr werdet diesbezüglich auch nicht groß aufgehalten, also wenn man auf diesem Schiff so chaotisch, wie es hier zugeht, quasi tachinieren möchte, für die deutschen Zuseher, Ovezan, na, was ist das deutsche, was ist der deutsche Begriff? Hase, was ist der deutsche Begriff? In der Hängematte liegen? Rumgammeln, oder? Der deutsche Begriff für nicht arbeiten wollen, in der Arbeit einfach nichts tun. Stangeln ist in der Schule. Stangeln, rumgammeln, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Kann man das offensichtlich wunderbar tun? Also ihr werdet überhaupt nicht großartig aufgehalten. Es gibt einige Militärbereiche, wo ihr nicht reinkommt. Es gibt eine... Es gibt eine große, es gibt mehrere große Kasernen, in denen es auch noch freie Betten gibt, wo ihr schlafen könntet. Alle Betten sind mit Deckenpolster ausgestattet. Alle Betten sind furchtbar unbequem. Das Schlafen geradezu der Horror. Alle Betten sind mit einer kleinen Truhe ausgestattet für persönliche Wertsachen. Alle diese Truhen sind leer. es gibt eine Kantine. Das Essen sieht aus wie braune Pampe. Quiz? Ja. Ich sehe gerade in deinem Stream, glaube ich, eine Werbung. Sehe nur die ich? Sehe nur ich die? Oh nein, die Werbung ist gerade angesprungen. Okay, dann müssen wir. Mal unterbrechen wir kurz. Unterbrechen wir kurz, bis die Werbung Klo. Ist. Bin ja im Gefängnis. Ja, du im bist Konzert. Eh gerade nicht ja. So. Ich bin gerade voll, in dem Gulag, also keine Ahnung. Aber abhauen kannst du deswegen nicht. Wir holen dich. Nein, abhauen kannst du deswegen nicht, da passieren ja auch Sachen. Ja, ich muss ja Stroh an, also. Ja, du darfst kurz, aber dann kommst du wieder. Bist nicht befreit. Jawohl. Ja, du hast dich selber in diese Situation gebracht. Jetzt musst du es ja auch auslöffeln, ja? Gesundheit. Gesundheit. So, während wir auf die Zuseher, die wir einen Werbeblock gerade genießen, warten, wie sieht es mit euch beiden mal so weit aus? Fühlt euch wohl? Passt das für euch? Langweilt ihr euch? Habt ihr bis hierher schon irgendwo Anregungen oder Wünsche? Gesundheit. Ich amüsiere mich sehr. Ich habe nur... Wenn wir dir zu langsam spielen, dann musst du es sagen. Also Nein, überhaupt nicht genug Action oder so. Wie ich schon gesagt habe, mein Stil zu mastern ist tatsächlich eher auf das einzugehen, was die Spieler tun und darauf zu reagieren, als einer vorgeschriebenen Handlung zu folgen, die in die ich euch reinpresse, das bringt mir nichts. Ja? Sondern ich finde es viel interessanter, wenn ihr Lösungen findet, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Um diese Probleme zu lösen. Und letztendlich entscheidet ja dann eher auch meistens der Würfelwurf, ob das klappt oder nicht. Ne? So schön, dass wir da ein Würfelsystem diesbezüglich haben. Für das Bonussystem muss ich mir halt noch irgendwas überlegen, wie ich das grafisch noch darstellen kann, wer jetzt immer wieder einen Bonus hat, den ich dann an- und abklicken kann. Aber das lässt sich grafisch relativ leicht lösen. Ich muss irgend sowas wie Token oder sowas, was die so Engel, Teufel genau, und so. Genau. Ja. Also da, das lässt sich etablieren, das lässt sich machen. Ja. Das sind da alles Lernwerte natürlich. Ich muss ehrlich sagen, ich hab's sehr lustig. Also ich habe ganz vergessen, wie viel Spaß so eine Rollenspielrunde macht. Ich habe jetzt auch schon Ewigkeiten keine mehr gemacht. Und das Setting passt halt für meine Art von Mastering, glaube ich, für mich super. Weil ich halt wirklich jemand bin, der gerne auf das eingeht, was im Chat ist, der gerne auf das eingeht, was so passiert. So, starten wir nochmal eine Umfrage. Währenddessen frage ich natürlich auch den Shinobi,
Ob du schon irgendwelche Anmerkungen hast? Naja, ich denke mal, es hat einen Grund, warum jetzt mir mein Unbewusstes sagt, dass also im Traum, dass der kleine Verrückte da oder der große Verrückte irgendwie rausgenommen wurde, und die Idee mit dem Erkunden von dem Schiff ist sowieso gut, ja. Neugierig bin ich ja, also es ist ja nicht so, dass ich nicht in meiner Freizeit dann doch irgendwie was zocke. Hm? Was passiert mit Timmy? Ist unsere nächste Frage für den Chat. Oh je, die haben schon einmal. Im Loch verrecken. Nein, du musst ja gleich einen neuen Charakter machen. Gerettet. Erlebt etwas Seltsames. Macht den Jar. Sheldor ist wieder online. Welcome back. So, nächste Frage an den Chat. Übrigens, welcome back an alle, die jetzt den Werbeblock hatten. Wir haben extra auf euch gewartet. Ja, wir sind immer noch an dem Punkt, wo dir das Schiff observiert wird und Timmy im Loch landet. Und die nächste Frage, für die ihr jetzt Zeit habt in der Abstimmung, während ich erkläre, was noch alles am Schiff zu finden ist, ist die Abstimmung, was passiert mit Timmy? Ihr habt die Möglichkeiten mit verreckt im Loch, wird gerettet, erlebt etwas Seltsames, macht den Jar Jar, also quasi entkommt auf Sidekick Art und Weise. Wird gejarjart sozusagen. oder es passiert einfach nichts. So, hier startet die Umfrage, 3 Minuten, los geht's. So, ich erkläre euch dabei noch etwas über das Schiff. Wie gesagt, ihr habt eine Kantine gefunden, dort gibt es Essen, das Essen ist gratis und ihr könnt auch gerne was essen, wenn ihr wollt. Das Essen ist völlig unschmackhaft und erinnert so ein bisschen an Grießbrei von Altersheim Essen auf Rädern Geschichte. Wenn ich da was drunter vorstellen könnt. Und aus irgendeinem Grund hat jemand gedacht, es ist eine gute Idee, Rosinen reinzutun. Ja. Kann jetzt für den einen ein Benefit sein oder für den anderen nicht. Ja. Und zu trinken gibt es einfach nur Wasser, und das Wasser schmeckt leicht metallisch. Ja. Aber grundsätzlich ist es klar. Ja. Ja. Es gibt unzählige Matrosen an Bord. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mit Matrosen zu reden, wenn ihr das gerne möchtet. Es gibt die ein oder andere Person, die man durchaus, die durchaus den Eindruck vermittelt, man könnte sie ansprechen, ohne dass sie einem gleich den Kopf abreißt und vielleicht mal ein paar Informationen mehr über die ganze Situation bekommen. Ja. Ihr könnt aber auch gerne nochmal untereinander Informationen austauschen über euch, eure Charaktere, und euch diesbezüglich besser kennenlernen. Ne? Abstimmung endet übrigens in einer Minute. Sarah hat die Initiative. Wer nimmt Jar Jar? Bitte nehmt Jar Jar. Nein. Also, ich wende mich an Josef und meine so, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich hierher gekommen bin. Vielleicht müssen wir das noch herausfinden. Okay, vielleicht finden wir jemanden, der genauso desorientiert ausschaut wie wir. Ich sehe mich mal so um. Das habe ich mir auch gedacht, wenn wir uns jetzt das Schiff anschauen und auf
so gewisse Zeichen achten. Vielleicht, dass jemand, der nicht so hierher gehört oder von dem man das annehmen könnte. Also ich würde, ich nehme an, wir beide schauen uns mal um, ob wir irgendjemanden finden, der so aussieht, als wäre er auch erst frisch angekommen vielleicht. Mhm. Ihr seht einen nervösen jungen Mann mit einem Wischmopp in der Hand, der sich verstört umsieht, wischt und einen völlig deplatzierten Eindruck macht. Ja? Seine hagere Gestalt lässt ihn absolut ungefährlich und eher sympathisch wirken. Ich gehe zu ihm hin. Ja, möchtest du ihn ansprechen? Schnowi, machst du das? Mein Charakter macht das sicher nicht. Okay, also ich gehe hin und meine so, hallo? Hallo? Ja? Hi, ich bin Sarah. Wie heißt du? Ich bin Tom. Hi Tom, sag, du siehst einem entfernten Bekannten von mir recht ähnlich. Echt? Ist der auch entführt worden und auf einem Schiff gelandet? Oh, du auch? Wieso? Wer noch? Also ich und Josef da, wir sind gerade erst angekommen. Ich hab gestern noch hab ich einfach nur mit ein paar Freunden wir waren was trinken und plötzlich wurde alles schwarz und ich habe so Kopfschmerzen und ich war hier und seitdem bin ich Matrose und ich habe denen gesagt, ich will nicht Matrose sein und daraufhin haben sie gemeint, ich würde irgendwie eine Panikattacke haben und da haben mich in ein Gefängnis geworfen und da saß ich dann die ganze Zeit rum und da saßen so andere Leute und es war nicht sehr angenehm. Wir mussten alle in einen Eimer machen. Und der war in seinem Raum. Und da hatten schon vorher Leute reingemacht. Es war total unangenehm. Es war wirklich nicht schön. Ich will eigentlich nur nach Hause. Ja, wir auch. Glaube ich. Ich schaue zu Josef rüber, so fragend. Was machen wir hier? Das wollte ich dich fragen. Also das Schiff selbst ist ganz offensichtlich eins von den Walfängern. Und wir sind unterwegs, um Wale zu fangen, weil wir natürlich... Stopp! Warte. Ich dreh mich um und geh. Der Himmel ist lila. Der Himmel ist lila. Fangen wir damit an. Ja, aber wie soll das denn sonst sein? Blau? Blauer Himmel? Das ist sehr lustig. Blau. Ja, nein. Blau? Nein. Nein, wieso blau? Also vielleicht wäre er blau, wenn die ganzen Abgase nicht wären. Aber ansonsten, aufgrund der Ätherkraftgewinnung geht's ja gar nicht anders. Der Himmel muss so sein. Okay. Ja, nett dich kennenzulernen. Einen Moment, ich muss mit meinem Kameraden mit. Und ich lauf dem Josef hinterher. Ja. War wohl nix. So, wir springen kurz rüber zu Timmy, denn ich habe die Abstimmung erhalten und Timmy wird von den
Männern in schwarzer Uniform zum Loch hingetragen. Sie öffnen eine große Tür im Bauch des Schiffes. Du bist durch zahllose Gänge getragen worden. Du kannst dich nicht mehr wirklich orientieren. Es ist alles ziemlich düster. Es sind Gänge, es ist überall Stahlwände. Es dürfte ziemlich tief im Bauch des Schiffes sein. Sie machen die Tür auf. Ein unangenehmer Geruch von Fäkalien dringt dir entgegen. Du tobst natürlich immer noch, du bist immer noch, versuchst immer noch jemanden zu treffen, du schlägst um dich, etc. Die Matrosen stellen dich auf den Boden, ja, doch leider haben sie nicht gesehen, dass der Eimer, der da drin steht, sich ein bisschen verrutscht hat. Du steigst also aus Versehen mit dem Fuß in den Eimer rein. Leider hast du keine Schuhe an und es fühlt sich irgendwie gatschig. Ich hasse dieses Spiel jetzt schon. Es fühlt sich unangenehm an, ja. Völlig entsetzt. Was ist das Grausliches? Etc. Rutschst du aus und fällst nach hinten, triffst mit deinem Kopf den Kopf deines Hintermannes, der K.O. zu Boden geht. Der andere versucht verzweifelt, seine Waffe zu ziehen. Während du dich aufrappelst, rutschst du erneut aus, ziehst ihm mit dem anderen Bein die Füße weg. Er schlägt mit dem Hinterkopf an die Stahlwand und ist bewusstlos. Du stehst hier mit einem Fuß im Eimer ohne Schuhe. Du bist zwar immer noch mit den Händen vorne angekettet, aber die beiden Matrosen sind bewusstlos. Habe ich die Initiative? Ja, du hast den Charger gemacht, du hast die Initiative, ja. Gut, Catchphrase. Wie bei der Grundschule. Okay, das erste, was ich tue, die Wachen nach dem Schlüssel untersuchen. Okay, ja, gut. Du findest einen Schlüssel, selbstverständlich. Würde nur Sinn machen, ja. Ich mach damit die Handschellen auf. Ja. Gut. Frag mich immer noch, wie das alles passieren konnte. ich schaue nach, ob irgendwo Leute stehen könnten, die das vielleicht gehört haben. Ja, du siehst tatsächlich, und zwar die Leute, die im Loch drin sitzen, Haufen anderer Matrosen, die jetzt plötzlich merken, dass die Tür offen ist und sie gehen können. Und genau das tun sie jetzt auch. Sie rennen einfach an dir vorbei und fliehen und freuen sich. Und ein paar von ihnen danken dir sogar, klopfen dir auf die Schulter, feiern dich. Lassen dich aber so stehen, wie du bist. Okay, ich frage mich gerade, was zur Hölle passiert ist. Und bemerke, dass von einem der Wachen die Schuhe mir passen könnten. Das stimmt und sie passen sogar perfekt. Also, und mir gefällt auch noch die Uniform. Mir gefällt die Uniform, ja. Und versuche sie der Wache auszuziehen. Gut, das Ausziehen einer Uniform bei einem bewusstlosen Menschen ist, was ich aus persönlicher Erfahrung weiß, nicht so einfach. Deswegen verlange ich hier jetzt einen Würfelwurf auf Geschicklichkeit. Ja. So, du ziehst Leuten beruflich die Uniform aus? Nicht, darüber reden wir jetzt nicht. Nicht nur Uniformen, aber auch. Also zu Fasching haben wir auch mal Uniformen. Ja. Ich müsste noch kurz mal nachschauen, was habe ich auf Geschick? Ich sehe das nämlich nicht. Achso, eine 3. 3, ja genau. Gut. Okay, kriege ich Karma-Punkte? gute Karma-Punkte? Bisher hat der Chat dir noch keine Karma-Punkte. Moment, ich schau nochmal. Ja, gutes Karma für Timmy, ja. Stimmt. Ja. Beluin kann dir gutes Karma geschenkt. Ja, Baby! Ja! Beluin hat dir gutes Karma geschenkt. Ja, das heißt, Achtung, Würfelwurf startet jetzt. Eine 6 plus 2 sind 8. Plus 1 sind 9 und du schaffst es tatsächlich, dir die Uniform anzueignen und anzuziehen, ohne dass jemand kommt und vor allem ohne dass die Wachen wach werden. Du trägst jetzt die schwarze Uniform eines Matrosen mit den passenden Schuhen. Okay, das nächste, was ich tue, ich nehme mir noch dazu noch deren Waffen.
Was ist das für eine Waffe? Kriege ich eine Kurzbeschreibung? Also damit ich mir etwas vorstellen kann. Moment. Beluin, den zweiten Punkt hebe ich ihm noch auf. Ja, den nehmen wir beim nächsten Würfelwurf dann dran, ja? Zweiten heben wir ihm noch auf. Entschuldige, was wolltest du machen? Ich wollte jetzt die Waffen aufheben. Und ich habe gefragt, was sind das für Waffen? Also Schlagstock oder Taser? Genau, Schlagstock. Okay, sind nur Schlagstöcke? Ja. Alles klar. Ich nehme mir einen da. Warte mal, stehen die Wachen eigentlich im Loch drinnen oder vorm Loch? Sie liegen vorm Loch. Okay, sie liegen vorm Loch. Körper auf 2. Na, das ist jetzt ein bisschen Mathe. Habe ich noch Bonuspunkte? Hast du. Beluin hat dir noch einen zusätzlichen geschenkt. Danke. Ich muss jeden Einzelnen werfen, oder? Für jeden Einzelnen muss ich, glaube ich, Stärke werfen. Was richtig? Willst du genau tun? Na, die 2 ins Loch werfen. Ach so. Ja, da würde ich dich drum bitten, ja. Für Einzelnen, oder? Machen wir es einfach. Mach mal einen Wurf. Ja. Okay, für einen Wurf beide. Ein Wurf plus den Bonus, den du von Beluin bekommen hast. Und der Wurf geht los. Eine 3 plus Körper ist 5 plus 1 ist 6 und das reicht leider nur für einen der beiden. Der andere ist zu fett. Gut, passt. Wen habe ich jetzt reingeworfen? Den Nackten oder den Angezogenen? Du hast den Nackten natürlich reingeworfen, weil der Dickere, der würde dir nicht passen. Gut. Alles klar. Gibt es irgendwo eine Tür zum Verschließen? Es gibt immer wieder so Zwischentüren, so Zwischenshots, die man schließen kann, falls quasi das Schiff sinkt, was merkwürdig ist, weil es ein Luftschiff ist. Okay, zu viel Aufmerksamkeit. Alles klar. Ich versuche unauffällig, mich von dem bewusstlosen, dicken Mann zu entfernen und versuche... Oh nein. Alle Spieler, ihr spürt eine heftige Erschütterung, die euch fast von den Füßen wirft. Ja? Initiative liegt bei Tim. Oh Mann. Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Ich empfange etwas. Kommt da noch was? Ja, wenn von dir nichts kommt, Sarah. Sarah? Wir sind vermutlich in der Kantine noch unterwegs, oder? Ihr seid noch in der Kantine. Ihr habt die Erschütterung mitbekommen. Um euch herum ist plötzlich heftiges Treiben ausgebrochen. Ja? Alle rennen kreuz und quer und die Erschütterung war heftig. Ja? Irgendwas, also es hat sich angefühlt, als wäre irgendwas mit dem Schiff kollidiert. Okay, also ich versuche auf den Beinen zu bleiben und würde vor die Kantine rauslaufen, um zu schauen, was passiert ist. Mhm. Ja, Josef? Okay, ich schaufel noch 2 oder 3 von diesem leckeren Zeug rein, weil das schmeckt besser, als was ich sonst immer esse. Und das ist echt cool, also diese Rosinen, das habe ich gar nicht gedacht in dem Brei, werde ich mir behalten. Und denk mir, ah scheiße, ein Wal und lauf der Muskel-Lady nach. Sarah! Ja, ist schon klar, der Sarah. Gut, während die beiden nach außen, draußen laufen, gehen die Sirenen an, ja, und ihr hört, dass, das unangenehme Getöse aus allen Ecken und Enden. Und eine weitere Erschütterung geht durch das Schiff nicht so stark wie das erste Mal. Ja?
Und man hört schon eine blecherne Stimme aus dem Mikrofonen rundherum. Ah, nicht. Was machst du da? Aus dem Mikrofon herum. Wahlkontakt, Wahlkontakt. Alle auf ihre Stationen. Wahlkontakt. Und die Initiative hat Tim. Ich versuche eine Rettungskapsel zu finden, um so feige wie ich bin zu fliehen. Alles klar. Ja, Sarah? Ich werde aufs Deck laufen, um zu schauen, was los ist. Also, wo der Wal und so. Du kommst raus aus dem Deck, ja, und da siehst du ihn. Er macht gerade eine Schleife rüber über den Himmel und es ist tatsächlich ein fliegender Wal. Ja. Der Körper, klobig, wie du das von einem Wal kennen würdest, ja, Sperm Whale, sagt man, glaube ich, auf Englisch zu diesen Viechern. Er hat nur... Gottwal. Er hat nur... extrem lange und weite Flügel, 4 Stück sogar, mit denen er quasi diesen massiven Körper über den Himmel hinaus transportiert. Es sieht physikalisch völlig unmöglich aus und es ist viel zu überdimensioniert und er scheint auch schon öfter angegriffen worden zu sein. Da sieht man Kratzer, da sieht man Narben. Und man sieht auch schon abgebrochene Harpunen. Dieser Wal wird euch keinen leichten Kampf liefern. Ist er zufällig weiß? Moment. Ja. Ah. Ist Josef hinter mir? Ja, ist er? Gute Frage, Josef. Moment. Ja, klar bin ich hinter dir. Ich habe gesagt, ich laufe mit dir mit. Genau, wunderbar. Ich drehe mich zu Josef um und sage, also, Hitchhiker's Guide meets Moby Dick oder was wird hier gespielt? Gute Frage. Also, weißer Wal, okay. Fliegen, nein. Aber... wir sollten uns so verhalten wie alle anderen und schauen, dass wir so wenig wie möglich Gefahr eingehen. Rumlaufen? Ja, genau. Einfach so tun, als ob wir was tun. Okay, du fangst an. Ich laufe dir hinterher. Ihr seht, wie der Wal nach vorne fliegt und scheinbar Anlauf für etwas nimmt. Okay, ich sehe mich nach irgendetwas um, wo ich mich richtig festhalten kann, ja. Gibt's da so Griffe oder so Zeug, oder ist da, weil das sieht so aus, als wollte der uns rammen. Keine Griffe, aber es gibt genug Rohre, an denen man sich festhalten kann. Okay, halt dich so fest wie möglich, ich glaube, der wird uns gleich rammen. Halt mich so fest wie möglich, Muskellady. Wir haben doch so Haken in den Werkzeuggürteln, oder? Ja. Kann man die verwenden, um sich da so anzuhängen an die Könnte Rohre? Könnte man, ja, natürlich. Ja, dann mache ich das mal für mich und dann helfe ich, so wie im Flugzeug das immer beschrieben wird, dann helfe ich einem Kind. Alles klar, lässt du das zu, Josef? Ja, na klar. Okay. Während der Wal Anlauf nimmt und... mit hohem Tempo auf euch zustrebt, fangen an, sich die Harpunengeschütze zu bewegen. Auch das gibt einen heftigen Ruck durch das Schiff, wenn die anfangen, sich zu bewegen und versuchen, das Ziel anzupeilen. Sie sind nicht besonders schnell beim Zielen und das Schiff fängt jetzt auch an, den Kurs zu ändern, um mit der einen Harpune ein besseres Ziel für den Wal zu bekommen. Währenddessen läuft Timmy durch den Bauch des Schiffes und sucht einen Escape-Pod. Ja, und Timmy der Flitzer. Und kommt dabei in einen Raum, ja, der offensichtlich eine Dusche ist und ein großer, kräftiger, haariger Mann
blickt ihn nackig mit einer Seife in der Hand an. Bück dich. Wie kann ich dir hier? Du musst hier! Hätte ich von einem Freier gegriffen werden! Haben Sie die noch alle? Entschuldigung, Sir. Ich wusste ja nicht, dass der Wal angreift. Ich war schon unter der Dusche vorher. Die ganze Zeit hier, Ich finde spannend, dass wenn er schreit, dass man nichts hört, aber es trotzdem irgendwie so rüberkommt, wie in so einem Comic, in so einer Comicblase. Ja, großartig. Ist vollkommen klar, ja. Sir, ich werde sofort mich anziehen. Der ganz hektisch dreht der Mann die Dusche ab und läuft an dir vorbei zu seinem zu seinem Quartier. In dem Moment schlägt der Wal gegen das Schiff und eine Harpune wird abgefeuert. Ja, es würfeln bitte jetzt alle auf Geschicklichkeit. Los geht's mit Timmy. Achtung. Schlechtes Karma. Was wird jetzt passieren? Also ganz kurz nur, was wird jetzt passieren, wenn ich das mache? Du kannst mal gar nichts machen, weil du hast ja gar nicht damit gerechnet, dass das passiert. Okay, also ich... Schiff ist. Und ja. Aber du hast ja noch einen Karma-Würfel übrig, ne? So, 3 auf Geschick, ne? So. Passt gut, ich würfle. Startet. Ich glaube, Timmy hat sein Mikrofon zu nah am Mund. Das kann sein, ja. 3 plus 3 sind 6, plus den Karma sind 7. Und 7 bedeutet, dass Timmy so geschickt ist, dass er sich noch rechtzeitig an einem Rohr festklammern kann. Obwohl er einige blaue Flecken abbekommt, hat er keine schweren Verletzungen und geht auch noch in keine Verwundungsphase. Ja, Glück gehabt. So, die mit den Karabiner gesicherten oben an Deck, die das haben kommen sehen, ja, die brauchen mir darauf gar nicht würfeln. Die haben alles getan, was man tun kann, um sich zu schützen. Und deswegen, und da es auch kein negatives Karma im Chat gibt, haben sie selbstverständlich die Kollision gut überstanden und konnten sich sehr gut halten. In dem Moment... Ja, bitte? Ich habe schlechtes Karma. Ich habe es vorhin gesehen irgendwo. Oh, wirklich? Habe ich da was übersehen? Moment, ich schaue nochmal nach. Ich habe hier einmal... Einmal gutes Karma hier und einmal gutes Karma. Ah ja, schlechtes Karma von Telissael tatsächlich für Josef. Danke, Josef, dass du so ehrlich bist und das angegeben hast. Das habe ich nämlich dummerweise übersehen. Aber ist ja ein Spiel. Ich freue mich sehr, dass du dich an die Regeln hältst. Dankeschön. Und das heißt, ich müsste dich tatsächlich um einen Geschicklichkeitswurf bitten, ja, mit diesem Malus. Ja, obwohl du angehängt bist. Ja, und der Wurf startet jetzt. 4 plus 3 ergibt 7 plus 1 ist 8. Und damit hast du diesen... Minus 1 ergibt 7, also ergibt 6. So, und da du aber gut abgesichert bist, ja, gibt es auch bei dir nur ein paar blaue Flecken. Also das, okay. Das reicht mir jetzt noch nicht, um dich jetzt hier wirklich zu verletzen. Vom Wurf her einfach zu gut. Glück gehabt, ja, dass nicht noch mehr böses Karma reingekommen ist. Ne? So. In dem Moment, wo der Wal kollidiert ist und wieder weggeflogen ist, erkennt Josef und Sarah etwas, das ihnen plötzlich eine Erinnerung vor das innere Auge bringt. Zwischen den Narben und den Schnüren, den festen, dicken, fetten Schnüren, die um die zerbrochenen Harpunen herum sich um den Körper des weißen, großen Wals geschlungen haben, um alles das herum
befindet sich tatsächlich ein Spiegel. Und jetzt fällt es euch auch wieder ein. Gestern Nacht, bevor ihr schlafen gegangen seid, habt ihr euer Spiegelbild nicht im Spiegel gesehen. Und das war sehr merkwürdig. Und weil ihr gedacht habt, oh, da spielt mir jemand einen Streich, ja, seid ihr näher rangegangen. Und als ihr den Spiegel berührt, der kein Spiegelbild gezeigt hat, hat sich plötzlich die Welt gedreht und ihr seid in den Spiegel hineingefallen. Genau so ist es passiert. Und genau so ein Spiegel hängt dort auf diesem Wal. Vielleicht ist das der Weg nach Hause. Josef, mir schwant Übles. Ja, wer den Wal hat, hat die Qual. So, wir kommen zum dritten und letzten Part dieser Rollenspielrunde. Ja? Nochmal zu alle, die jetzt neu dazugekommen sind, beziehungsweise alle, die nicht rausgeflogen sind. Hier nochmal der Hinweis, ihr könnt über den Chat Tipps abgeben, ihr könnt mit beeinflussen, was passiert. Und vor allem, ihr könnt jetzt im Finale, könnt ihr Leben retten oder auch Leben vernichten, indem ihr mit Kanalpunkten das Karma der Würfelwürfe beeinträchtigt. Ja? Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir spielen werden, haben wir dann auch wieder Thjorben, die ist leider heute anderweitig beschäftigt. Und wenn Thjorben dann wieder da ist, dann kann sie mir auch beim nächsten Mal helfen, dass ich keine Karma-Punkte mehr übersehe. In Zukunft, das ist mir dann sicherlich eine große Hilfe. Haben wir jetzt bei der Beta heute mal nicht. Aber ihr seht schon, das kriegen wir hin. Ja? Sind ja auch alle ganz brav. Ja? So, Telesail haut schon mal einen Karma-Punkt für Sarah raus. Das heißt, Sarah, vielleicht gleich auch mal merken, du hast auf deinen nächsten Würfelwurf einen Karma-Punkt. Einen positiven. Und Timmy kriegt einen negativen Karma-Punkt von Tylissail. Merk dir bitte auch du auf deinen nächsten Würfelwurf einen Abzug. Ja. Vergiss es wieder, weil Beluin gleicht das wieder aus und hat den Negativ-Karma-Punkt von Tylissail wieder gelöscht. Ja. Damit ist er wieder raus und Beluin haut nochmal einen Positiv-Karma-Punkt für Josef raus. Das heißt, Josef hat einen Karma-Punkt, Sarah hat einen Karma-Punkt und Timmy hat keinen negativen mehr. Ja. So, nochmal zusammenfassen, wir haben noch Punkte reinbekommen. So, Metal Lady hat Josef noch einen zweiten Karma-Punkt gegeben. Zwei Karma-Punkte für Josef. Tylissail hat den schlechten Karma-Punkt nochmal rausgehauen. Für Tim merkt sich einen negativen Karma-Punkt. Nevs hat ebenfalls einen negativen Karma-Punkt für Tim rausgehauen. Zwei negative Karma-Punkte für Tim. Einen positiven Karma-Punkt für Tim wieder von Beluin zurück. Also nur noch einen negativen Karma-Punkt für Tim. Oma, ich danke dir. Und gutes Karma für Sarah, das ist der zweite gute Karma-Punkt für Sarah. Also zwei gute Karma-Punkte für Sarah, zwei gute Karma-Punkte für Josef und einen negativen Karma-Punkt für Tim. Und damit starten wir jetzt in die letzte Runde. Das Schiff wird von Angriffen eines Wals erschüttert. Wir befinden uns auf dem Luftschiff. Das Schiff wird von den Angriffen eines Luftwals erschüttert und auf dem Luftwal befindet sich unter den ganzen Seilen ein Spiegel und dieser Spiegel erinnert sowohl Josef als auch Sarah an den Spiegel, mit dem sie diese seltsame Parallelwelt betreten haben. Und ihnen ist jetzt klar geworden, dass sie möglicherweise dort ihren Ausgang finden. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, ist es vernünftig, einem solchen Impuls zu folgen und sich
auf dem Weg zu machen, auf einen Wal zu stürzen, der noch dazu gerade angegriffen wird, ja, nur für die Hoffnung, dass man durch einen Spiegel diesen Realm verlassen kann, oder hat man einfach eine psychotische Störung und sollte sich einfach in ärztliche Behandlung begeben, ja? Das ist die Frage, ja? Das ist die Frage, ja? Wie würde man mit einer solchen Situation umgehen, ja? Wer das überhaupt nicht weiß und wem das völlig egal ist, ist natürlich Tim, denn der steckt nach wie vor im Bauch des Schiffes, hat keine Ahnung, was abgeht und ist gerade ordentlich durchgeschüttelt worden. Tim, deine Initiative. Ich verlasse den Duschraum und suche immer noch, so feige wie ich bin, nach den Rettungskapseln. Er sucht weiter nach den Rettungskapseln. Sarah, deine Initiative. Ich wende mich an Josef. Ich bin eigentlich dagegen, gegen Walfang und so. Aber ich glaube, ich will eigentlich, also ich möchte nach Hause. Das ist das Wichtigste. Nach Hause kommen, oder? Also, ich weiß nicht, aber ich meine... Du kannst dich gerne gegen 3000 Matrosen stellen und sagen, du bist gegen Walfang. Vielleicht veränderst du ja was. Hey, du musst nicht gleich zynisch werden. Also, es ist sowieso die Frage, was wir jetzt mit der ganzen Situation hier machen. Ich habe keine Lust, hier länger zu bleiben. Das ist jetzt auch nicht so meine Welt. Und ehrlich gesagt, ich mag Walfang auch nicht. Okay. Aber wir müssen irgendwie zumindest auf ihn draufkommen. Also wir müssen zu diesem Spiegel kommen. Ich habe gerade ganz schlimmes Kopfkino. Wir müssen uns einfach nur an eine Harpune binden und uns drauf schießen lassen. Nein, nein, nicht machen. Das war jetzt nur, weil... Nein. Wir können auch, ich meine, wenn eine Harpune ihn getroffen hat und ein Seil dazwischen ist, uns dranhängen und runtersliden. Das ist sicher ungefährlich. So, ich sammle jetzt nur mal spaßeshalber alle diese Sachen mal in einer Umfrage. So. Ich schaue gerade über die Reling, weil sie sagt, das ist sicher ungefährlich. Ich schaue sie an und sagt. Die beste. Du verstehst Ironie, oder, Josef? Das Karma-Battle bei Timmy geht übrigens weiter. Ach so? Ich habe mittlerweile den Count verloren. Echt? Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Kommt schon, Leute, ich bin auch nur ein Mensch. So, ich sammle mal also, Ideen. News 00 hat Schlechtes rausgehauen. Ah, Mensch. Nein, aber das haben wir vorher schon berücksichtigt. Na, nochmal. Also mir wird das im Chat hier nicht angezeigt. Okay, gut. Also über Timme von Beluin ist nochmal ein gutes Karma. Ja! Ich danke dir von ganzem Herzen. Danke, danke, ich schaff's mit deiner Hilfe noch raus. Danke, Beluin, fürs Nachzählen. Ja, danke, danke für die Hilfe. Dreimal gut, viermal schlecht, genau. Und damit bleibt einmal Ding. Das hätten wir eh so gehabt, ja? Das war eh der letzte Stand. Oh, die Shinobi hat jetzt nochmal was rausgehauen. Passt. Hey, was? 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 Hey, komm mal! Nein, du bist auf null. Okay, das ist Fairplay. Das ist Fairplay von Shinobi. Ja. Und schon wieder ein schlechtes. Hier kommt wieder der Downvote von Nevs. Bannen. Haut ihn raus, Timeout kommt schon, ich will das nicht überleben. Nein, das ist Backseat-Rollenspiel, es ist leider so, ja. Burn it! Da kann man nichts machen. Ne? Muss, ja. Come on, Leute! Minus zwei, danke, Tulisael. Wir brauchen Tulisael auf jeden Fall als Co-Spielleiter. Ja, ich sehe das schon kommen.
So, also die erste Idee war mit Harpune. Harpune. Schießen, also in dem Fall sich selbst. Ne? Ich kann immer nur so kurze Antworten geben. So, das war die erste Idee. Hattest du noch eine Idee, Sarah Voll? Ja, also meine Idee wäre gewesen, wenn die Harpune schon in dem Wal steckt, dann gibt es ja eine Leine zwischen dem Wal und dem Schiff und dann so Indiana Jones mäßig halt ein Seil drüber und wenn der Wal taucht, sich da runtersliden lassen. Am Seil entlang, ja, gut. Sehr viel realistischer, weniger comic-mäßig. Ne? So, spielt einfach weiter und ich sammle eure Ideen weiter, ja? So, wenige Sekunden noch. Ihr könnt noch abstimmen, haut noch eure aktuelle Meinung raus. Welche von den drei Varianten gefällt euch am besten? Wie soll dieses Abenteuer enden? Entweder wir schießen uns mit der Harpune rüber, wir klettern an der Harpune entlang. Oder wir retten erstmal Timmy. Ja? Timmy! Also, sonst brauchen wir einen neuen Timmy. Also. Timmy! Es gibt nur einen! Timmy Flink! Es kann nur einen geben. Ja, wir können ja noch einen Death Counter einbauen, ja? Wie viele neue Charaktere musste sich Simi schon machen? Na, man weiß es nicht. So kleine Totenköpfe. Ich werde ewig leben. Meine Karriere ist noch nicht vorbei. Und das Ergebnis ist da. Und zwar mit 4 Votings hat mit Harpune schießen gewonnen. Am Seil entlang mit 3 Votings und Timmy retten hat 1 Voting. So, aber was ihr tut, bleibt natürlich euch überlassen. Ja? Das ist jetzt nur der Vorschlag des Chats. Ja? Das ist nicht eure Entscheidung. Euren freien Willen kann man euch nicht nehmen. Ja, deswegen eure Entscheidung und wir fangen wieder an. Timmy hat die Initiative, er läuft weiter durch den Bauch und sucht die Rettungskapseln und hat die Küche gefunden. In der Kombüse sozusagen, dort gibt es haufenweise Köche, die sich alle an der Seite an Griffen festhalten, weil wir haben gerade eine Angriffssituation. Und es fliegen sehr viele Essensreste durch die Gegend, Bretter, ein paar Messer, Schneidmesser etc. Ansonsten nichts Auffälliges, eine Küche under attack sozusagen. Nichts, was man nicht schon bei Jamie Oliver gesehen hätte. Bitte, Timmy. Ich frage die Küchencrew, ob alles gut ist, ob es denen gut geht, ne? Die Küchencrew nickt dir einfach nur schweigend zu und versteht gerade voll nicht, warum sich ein höherer Offizier hier jetzt überhaupt in die Küche verirrt hat, ja? Vor allem während einer Attacke, aber ja. Wird schon seine Gründe haben, sowas hinterfragt man nicht, ja? Schwarze Uniformen hinterfragt man nicht, ja? So, Sarah, deine Initiative? Darf ich noch kurz OC, also out of character mit immer, Shinobi immer, reden? Natürlich immer. Okay, also ich, Shinobi, ich bin der Meinung, wir sollten der Chat-Abstimmung folgen und hoffen, dass uns Timmy über den Weg stolpert, so dass wir uns dann zu dritt an die Harpune binden können. Okay? In Ordnung. Und ich mache nie wieder mein Gedächtnis auf diese Weise an. Nie wieder. Ja, ich gebe dir recht. Weil das ist ja schon wirklich sehr... Das ist ja was schon Roger Rabbit hast. Das ist absolut Roger Rabbit, ja. Mach dir keine Sorgen. Die plausible Physik muss ich ja dann erklären. Ja, das... Ja, aber ja, nur wenn wir gut würfeln. Ist ja nicht an euch, ja, das plausibel zu erklären, ja, dann nachher. Ja? Also okay, dann lass uns gemeinsam Richtung der nächsten großen Harpune gehen, wo wir annehmen, dass sie abgefeuert wird. Da wird ja Betriebsamkeit in der Kapsel sein oder auch immer. Es gibt nur mehr eine geladene. Zwei waren schon ab. Ja, stimmt.
Na, dann laufen wir mal so schnell wie möglich zu dieser Harpune hin. Also ich laufe mal so schnell wie möglich zu dieser Harpune hin. Stopp. Du kannst nicht so schnell laufen wie möglich, weil dann bin ich weit, weit hinter dir. John hat mich Rücksicht nehmen wollen. Ja, ja, ich nehme dich an der Hand und lauf so schnell, wie du kannst. Okay. Und ihr lauft das Schiff entlang, während ihr bemerkt, dass der Wal wieder zu einem neuen Angriff ansetzt. Und die erste Harpune hat verfehlt. Das heißt, das Schiff muss sich jetzt auf einen anderen Kurs begeben und die zweite Harpune am vorderen Teil aktivieren. Ihr lauft natürlich in die entsprechende Richtung. Währenddessen ist Timmy, glaube ich, immer noch auf der Suche nach den Escape Pods, oder? Ja. Möchtest du in der Küche jemanden fragen vielleicht, ja, wo die Escape Pods zu finden sind? Ich habe eine bessere Idee. Alle Mann, sofort zu den Escape Pods. Aber Dali, ne? Ich habe den Befehl bekommen von oben, dass ich jetzt euch rausschaffen soll. Los jetzt! Wie von der Tarantel gestochen, fangen die Köche an, herumzulaufen und an dir vorbei den Gang entlang. Und ich renne denen natürlich hinterher, weil die wissen ja, wo sie wo die Skateboards sind. Ne? Scheinbewahren. Das war wirklich gut, ja. Das war wirklich gut. Nicht schlecht. Touché. Ja, gefällt mir gut. Also plus eins fürs Rollenspiel, ich finde das großartig. Gefällt mir richtig gut. Ja. Wunderbar, ja. Timmy ist auf dem Weg zu den Escape Pods. Ja. Währenddessen erreichen Sarah und Josef die Harpune, die sich gerade für den Abschuss bereit macht, während der Wal auf sie zugeflogen kommt. Alles fühlt sich momentan wie in Zeitlupe an. Ja. Ihr seht eine Leiter, die ihr hochklimmen könnt. Die Frage ist, schafft ihr es rechtzeitig die Leiter hoch, bevor der Wal einschlägt? Und wenn er einschlägt, könnt ihr euch an der Leiter festhalten oder wartet ihr den nächsten Einschlag ab? Sarah, deine Initiative. Ich würde die nächste Attacke von dem Wal abwarten, weil ich glaube nicht, dass davor die Harpune abgeschossen wird. Oder habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Wenn der Wal... das Schiff kollidiert, so war es zumindest vorher, haben die Harpune geschossen, weil der Wal war da am nähesten und konnte sozusagen am leichtesten von dieser klobigen Harpune auch getroffen werden. Ja? Also wird okay. Wahrscheinlich der nächste Schuss wird wahrscheinlich mit dieser Harpune dann passieren, wenn der Wal am allernähesten ist, kurz bevor er auf das Schiff trifft. Ja, was koste wird, also ich würde raufklettern und okay. Unseren Plan versuchen. Alles klar, wie sieht's mit Josef aus? Fuck! Okay. Das Raufklettern ist jetzt einmal kein Problem, ja? Die Frage ist natürlich, schafft ihr es schnell genug? Ja? Und jetzt ist die Frage, ja? Schnelligkeit beim Raufklettern, was sagt der Chat? Schnelle Frage in den Chat, wo würdet ihr sagen, auf was soll ich prüfen? Soll ich auf Geschicklichkeit prüfen oder soll ich auf Körperkraft prüfen? Sagt mir jetzt bitte im Chat. Was haltet ihr für den richtigen Wert, auf den sie würfeln sollen? Ich bin gespannt. Haut mal raus, bitte. Und ich sehe, der Timmy-Count liegt gerade bei minus 2. Ja, das hat man davon, wenn man Leute lootet. Also, hat er so. Was gedroppt? Mad Lady sagt, auf Körperkraft würfeln. Ja. Timmy Count steht auf minus 1. Ja, immerhin 1. So, sonst noch irgendjemand, der eine Meinung dazu hat? Körperkraft? Alles klar, Körperkraft it is. Dann würfeln wir auf Körperkraft. Wie schnell ihr da jetzt raufkommt. Ja, Würfel beginnend natürlich mit Sarah. Sarah, dein Würfelwurf ist jetzt. Und es ist eine 4 plus Geschicklichkeit 1. Wie viele Bonuspunkte hast du jetzt noch? Ich glaube, es waren am Ende 3, oder? War es nicht Körperkraft? Körperkraft.
Achso, Entschuldigung, was rede ich denn für Blödsinn? Körperkraft 4 plus 4 ist 8, ja, und damit schaffst du das natürlich problemlos. Ja, brauchst du auch keinen Karma-Punkt ausgeben. Sehr schön. Würde ich dir wirklich sagen, heben wir uns die fürs nächste Mal auf, ja, brauchst jetzt keinen Karma-Punkt ausgeben. Na? Jetzt kommt für Josef. Josef, dein Würfelwurf startet jetzt. Und wir haben eine 6 plus 1 ist 7. Auch hier würde ich dir raten, würde ich gar keinen Karma-Punkt mehr ausgeben. 7 ist völlig ausreichend, um dich rechtzeitig hinaufzubringen. Und jetzt seid ihr oben an der Harpune angekommen, hat natürlich im Wusel keiner gemerkt. Der Wal ist nur noch wenige hundert Meter von euch entfernt, auf euch zuschwebend. Die Harpune steht kurz davor, abgefeuert zu werden. Und diesmal sieht es recht gut aus, dass sie treffen könnte. Ja. Initiative bei Timmy, der gerade in den Raum reinkommt. Habe ich euch! Initiative bei Timmy, der gerade in den Raum reinkommt mit den Escape Pods. Köche haben alle Escape Pods vor ihm besetzt, bis auf drei. Nein, Spaß. Bis auf drei natürlich. Und du kannst jetzt einen dieser Escape Pods besteigen, wenn du möchtest. Möchtest du? Ist noch wer von den Köchen bei mir in der Nähe, den ich vielleicht noch mitnehmen könnte? Nö, die haben sich alle weggeschossen schon. Okay. Space-mäßig. Du bist dir unschlüssig. Du stehst vorm Escape-Pod und du weißt nicht, ob du einsteigen sollst oder nicht. Sorry, ich muss gerade einen von unseren Katzen eskortieren. Ich bin gleich wieder da. Ja. Ich bin, Ich steig in den Pod, aber ich starte es noch nicht. Ich steig erstmal in den Pod, ja, und versuche mich zurecht zu... ich setze mich hin, schneide mich an und versuche mich erstmal zurechtzufinden. Mhm. Es ist ein zylindrisches Gefährt quasi. Es hat jeweils 4 bis 6 Leute Platz, je nachdem wie groß sie sind. Man kann sich festschnallen mit großen klobigen Gurten. Alles ist sehr, sehr metallic. Alles ist in diesem bronzenen Look gehalten wie der Rest des Schiffes. Und es gibt keine Fenster. Du kannst nicht rausschauen. Du kannst das Ding aber auch nicht lenken. Ja? Also schießt du dich mit dem raus. Ja, dann wird wahrscheinlich eine Notbarke gestartet werden und dann wartest du auf Rettung. Wenn ich das überlebe, oder? Wenn du das überlebst. Gut. Ich weiß, dass der Wal draußen ist und rumtobt. Warte mal, da habe ich die Köche aber in den Tod geschickt. Und du wunderst dich über das schlechte Karma. Ich krieg eine Panikattacke, weil ich Köche umgebracht habe. Weil es mir eingefallen ist. Also die haben diesen Grießbrei gemacht. Ich glaube, sie haben es kommen. Ich weiß eben nicht zu diesem Grießbrei. Ich hab hier zwei von den Stormtroopern, ja. Okay. Das Zögern übernehme ich jetzt direkt ins Spiel. Ja? Du sitzt im Escape-Pod und du weißt nicht, ob du den Knopf drücken willst. Und wir gehen wieder zurück in die Situation zu Sarah und Josef. Sarah und Josef, ihr steht dort. Der Wal kommt auf euch zu, wenige hundert Meter. Jetzt ist es an euch. Was tut ihr? Sarah, du hast die Initiative. Ich hänge mich mit diesen Haken an die Harpune dran, wenn es da irgendeine Öse oder irgend sowas gibt. Haken an die Harpune dran, ja? Ja, Josef? Weil es muss ja auch eine Befestigung für das Seil geben. Also selbstverständlich. Dort. Nein. So, Josef? Ich erinnere mich an einen sehr, sehr alten Film, den ich so in einem Streaming-Kanal gesehen habe. Schau die Sarah sehr verwegen an, während ich mich mit dem Karabiner anklinke und sag: Krepieren geht über Riskieren. Ich Alles bin von klar. Irren umgeben. So, klingst du dich mit ein, Josef? Ja, während ich das mache, macht das so richtig Alles so klar. Cinematic. Versuche ich es halt, ja. Es Alles klar. Schaut jämmerlich aus, weil es ist halt so.
Hey, Beluin hat mir ein negatives Karma gegeben. Was jetzt nicht passiert, in einem anderen Paralleluniversum, das jetzt gerade entstanden ist, ja, schießt die Harpune raus und durch die Beschleunigung, die plötzliche Beschleunigung, ja, dieser Harpune, ja, und da ihr mit dem Gürtel an die Harpune festgemacht wird, ja, macht es Snap, ja, und ihr seid tot. Das passiert in einem anderen Universum, ja. In diesem Universum, ja, hat die Harpune eine Fehlfunktion, ja. Es macht ein schnalzendes Geräusch, das euch durch Mark und Bein geht. Die Harpune kippt, die ganze Harpunenkonstruktion kippt zur Seite, nimmt euch quasi mit und die Harpune wird mit einer absolut lächerlichen Geschwindigkeit herausgeschossen, ja, und die Geschwindigkeit reicht gerade mal so, um sich um den Wal herum zu schlingen, ja, an dem ihr jetzt tatsächlich mit dranhängt. Puh, Glück gehabt, es ist diese Welt gewesen und nicht die andere, ne? Sag ich ja, die Physik muss ich erklären. Das ist meine Herausforderung, ja. So, ihr hängt am Wal, ja, immer noch an der Harpune befestigt. Und jetzt beginnt der Wahllevel sozusagen, ja. Timmy, hast du dich schon entschieden? So verzweifelt und tollpatschig wie ich bin, habe ich versehentlich den Knopf gedrückt und habe den Pod gestartet. Nein, ich habe mich entschieden, ich habe doch den Knopf fürs Pod starten gedrückt. Timmy startet den Pod. Ja? Fupp. Ja? Hinter ihm geht die Tür zu. Kurz passiert gar nichts. Dann geht ein Ruck durch die Mechanik. Das Gerät wird langsam ausgeworfen. Flupp. Ja? Du spürst, wie sich alles irgendwie vorn überbeugt von der Physik her, aber du siehst es ja nicht, weil du siehst ja nicht nach draußen, aber du hast das Gefühl, aha, jetzt schwebe ich ein bisschen. Ja. Du hast selbstverständlich dran gedacht, dass du dich vorher anhängst, nehme ich an. Ja. Taste drücken, ich höre dich nicht. Ja, ich habe natürlich reinsteigen, anschnallen und dann. Und dann Knopf drücken, ja. Und dann Lebenseinstellung hinterfragen, genau. Ja. Du spürst plötzlich den freien Fall und natürlich die damit verbundene. Das kurze Schweben. Und plötzlich geht ein weiterer Ruck durch die Mechanik, ja, als hätte sich über dir etwas geöffnet, ja, das den Sturz bremst. Okay. Jetzt fühlt es sich so an, ja, als würdest du schweben, ja, also würde diese Kapsel quasi irgendwie schweben und irgendwas ist an dieser Kapsel befestigt, das den Sturz scheinbar massiv bremst, ja, In einem anderen Universum würde man es vielleicht Fallschirm nennen. Ja. Und plötzlich spürst du einen weiteren Ruck. Irgendwas hat sich scheinbar in dieser Welt in das verfangen, was man in einer anderen Welt Fallschirm nennen würde. Ja. Und du spürst, wie du von irgendetwas mitgerissen wirst. Ja. Was tust du? Deine Initiative. Ich versuche den Fallschirm zu... Nein, warte. Willst du mich töten? Wenn ich den Fallschirm löse, willst du mich umbringen? Erstmal, du siehst keinen Fallschirm. Du bist immer noch in diesem Ding drin. Ja. Ich beschreibe dir nur, was du spürst. Ja. Und wie gesagt, du bist immer noch in dieser Kapsel drin und du hast kein Fenster. Ja. Also, was tust du? Ich durchsuche die Kapsel. Ja. Du findest bis auf die Tür mit dem Öffnungsmechanismus sonst nichts. Ich krieg eine Panikattacke. Selbstverständlich kriegst du die. Ja. So, Sarah und, Josef, ihr hängt am Wal, ja. Ihr könnt euch gerade noch so festhalten, ja, als ihr merkt, wie sich ein Escape-Pod aus dem Schiff drüben herauslöst. Fluff.
ja? Es geht ein Fallschirm auf, fupp, ja? Der Escape-Pod will nach unten gleiten. In dem Moment segelt der Wal vorbei, verheddert sich mit einem von den sehr, sehr langen Flügeln im Escape-Pod. Der Escape-Pod rutscht den Flügel entlang, ja, und hängt jetzt an diesem Wal und an seinem Flügel ganz am Ende, direkt am Körper, ja, hängt dieser Escape-Pod jetzt fest. Muss euch nicht interessieren, ja, sage ich jetzt nur mal, ja. Ihr habt jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. Ihr könnt jetzt nicht hundertprozentig sagen, wo dieser Spiegel war, den ihr vorher gesehen habt. Ja, ihr müsstet euch ein bisschen umsehen, aber das wird ab jetzt schwierig, denn ihr seid auf einem fliegenden Wal. Ja, das heißt, ihr müsst euch ab jetzt kletternd fortbewegen. Ja. Sarah, deine Initiative. Also ich würde mich jetzt mal mit diesem Haken von der Harpune loslösen und mich an eins von diesen Seilen, das um diesen Wal herumgewickelt ist, festklemmen. Mhm. Und würde mir dann die Zeit nehmen, mich zu orientieren, wo dieser Spiegel denn sein wird, weil ich kann nicht einfach blind herumklettern, das ist... Okay, bringt ja, nichts. Josef? Also die Idee von Sarah gefällt mir schon mal ganz gut. Ich mache ja das Gleiche. Ich schaue einfach das ab. Ich fühle mich ja da überhaupt nicht sicher. Ich habe so solche Sachen noch nie gemacht. Weder Klettern noch irgendwas anderes. Okay. Und wenn ich mich dann auch, sollte ich mich stabilisiert haben, schaue ich mich mal um, wo ich erinnerungsmäßig den Spiegel verorten würde. Mhm. So, Timmy Counter steht übrigens momentan auf minus 2. Sarah und Josef, eure Punkte liegen gerade bei 0. Der Pool wandelt sich ständig. Der Pool ist ständig im Wandel momentan. Ich kann es nicht sagen. Der Pool ist auf jeden Fall ständig im Wandel. Es geht im Chat ein regelrechter Kampf des Schicksals gerade ab. Jetzt sind alle auf 0. Ja, also es ist wir haben es gerade mit Fluktuationen im Schicksal zu tun, ja. Alles kann passieren, ja, das Schicksal fluktuiert gerade, ja. Es ist gerade Chaos, meine Damen und Herren, Chaos, ja. Es kann alles passieren, ja. So, und während sich das Schicksal streitet, orientiert ihr euch auf dem Wal. Währenddessen, ja, beruhigt sich Timmy wieder in seiner Kapsel. Und kommt zu dem Schluss, er muss irgendetwas tun. Ja, sonst ist er mit ziemlicher Sicherheit bald tot. Ja, mit dieser Gewissheit, ja. Timmy, deine Initiative. Also die Kapsel hat nichts außer die Sesselgurte und die Kapseltür. Genau. Ich schlängle zur Kapseltür und versuche sie zu öffnen. Okay. Da musst du mir auf Geschicklichkeit würfeln für den Schlangentanz. Nein, Spaß. Aber du musst mir auf jeden Fall mal auf Körper würfeln für das Öffnen der Tür, weil auch hier wieder der Drehmechanismus. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Der Drehmechanismus, okay. Meine Damen und Herren. Schaffst du. So, wie steht der Timmy-Counter gerade? Ja, wie steht er? Wie steht er? Auf 0. Wie steht der Timmy-Counter bitte jetzt? 0 ist cool. 0 ist cool. Bitte jetzt den Timmy-Counter, jetzt kommt's drauf an. Leben oder Tod? Timmy-Counter auf minus 1 und wir würfeln! Nein! 2! Nein! Plus 2 ist 4, minus 1 ist 3. Schlechtester Würfelwurf, den wir heute, glaube ich, hatten. Ja, du kriegst die Tür nicht auf. Jetzt wird's definitiv wieder Zeit für eine schlaue Idee, mein Lieber. Oder das wär's für dich gewesen. Ja. Und wir brauchen jemand neuen. Wir brauchen einen neuen Timmy. Ja? Nein. Den habe ich mir gerade aus der Werbe gezogen. Komm an. So, Sarah und Josef versuchen sich am Wal zu orientieren und entdecken schließlich tatsächlich hinter der Kapsel den Spiegel. Und er funkelt ihnen verheißungsvoll bläulich zu.
Also, Josef, ich glaube, das machen wir uns auf die auf den Weg. Okay, also ich mache mich auf den Weg nach hinten zu diesem Spiegel zu klettern, wo dazwischen ja auch noch die Rettungskapsel ist. Und ich mache das sehr vorsichtig. Danke an Tylissail für den Co-Master. Sarah, du hast plus 1 auf den nächsten Würfelwurf auf Körperkraft. Ja. Ich verlange jetzt in jeder Runde einen Körperkraftwurf, weil ich der Meinung bin, dass es sehr anstrengend ist, sich an einem Wal festzuhalten. Das zehrt an den Kräften. Ja. Das heißt, mit jeder Runde, ja, besteht eine neue Chance, ja, dass man abstürzt. Okay? Das wird jetzt auch ein bisschen intens. So. In dieser Runde schaffst du die Strecke bis rüber zum Escape-Pod und dein Wurf auf Klettern auf Körperkraft plus 1 startet jetzt. 3 plus 1 ist 4 und 4 sind 8 und mit 8 kommst du problemlos zum Escape-Pod. So, und nochmal danke an Tylissail. Der Counter für Josef steht gerade auf 0. Ja, willst du hinterher klettern? Ja, es hat ja bei ihr ganz leicht ausgesehen. Das mache ich doch. Alles klar. Würfelwurf auf Körper bei Josef mit einem Malus von 0 aus dem Schicksal. Und der Würfelwurf fällt. Eine 3 plus 1 ist 4. Keinerlei zusätzliche Würfelwürfe. Josef verliert die Kraft, rutscht ab und bleibt mit beiden Beinen in den Schnüren etwas weiter unten hängen und hängt jetzt kopfüber vom Wal runter. Josef, dein Geräusch bitte dazu. Ah! Danke, danke Josef. Zurück im Escape-Pod hat auch mittlerweile Timmy bemerkt, dass er so nicht weiterkommen wird. Ja. Timmy, hast du eine MacGyver-ähnliche Idee, die ich dir aus dieser Situation wieder rausholen kann? Ja. Ich hab. Ja? Wie steht mein Malus? Der ist gelöscht, du bist wieder auf 0. Ja. Das ist jetzt aufgebraucht. Woo! Das heißt, okay. Jedes Mal, wenn wir drauf würfeln, ist es natürlich wieder auf 0. Ja. Okay, die MacGyver-Idee. Wie schaut der Türknauf aus? Gerade ist Karma für dich reingekommen, Timmy. Gutes, böses? Gutes Karma. Karma geht ab. Karma geht ab. Okay, ich untersuche. Wie schaut dieser Türknauf aus? Ist es wieder eins dieser Drehdinger? Wieder einer dieser Drehdinger, ja. Okay, mit den Händen kriege ich es nicht hin. Wahrscheinlich habe ich schwache Hände. Deswegen nehme ich den Schlagstock. Klemme ihn so ein, dass ich ihn so drehen kann. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Hebel, oder? Hebelwirkung. Ja, genau. Ja, so etwas wie Hebelwirkung, genau. Und versuche so damit die Tür zu öffnen. Dadurch wird natürlich der Schwierigkeitsgrad, ja, den jetzt Timmy würfeln muss, von mir gesenkt. Ja, also ich habe ja immer im Kopf, was ich für einen Würfelwurf erwarte. Welche Schwierigkeit, ja. Ich verrate euch das allerdings nicht, ja. Das erfahrt ihr erst, wenn gewürfelt worden ist. Das bedeutet, das ist der Würfelwurf. Und danke nochmal an Belo und Tylissa fürs Zusammenziehen. Timmy hat plus 2 auf diesen Würfelwurf jetzt. Hey! Und nice. Der Wurf startet auf Körperkraft jetzt. Eine 3. Körperkraft hast du 2, oder? Ja. 2? Ja, 2. 5 plus 2 ist 7 und damit kriegst du die Tür auf. Ja! Yeah, baby! An alle Spieler, die jetzt nicht in der Kapsel sind, ihr merkt, dass die Kapseltür aufgeht. Ja, sie fällt quasi flupp, ja, nach außen. Und Timmy, du merkst, wie du rausblickst, ja, deine Kapsel hat sich am Wal verfangen.
Und alle drei, ihr merkt, dass der Wal erneut Anlauf nimmt, um das Schiff zu rammen. Initiative liegt bei Timmy. Muss mir drauf? Du auch hier? Moment, schaut er oben aus der Kapsel raus? Er schaut unten aus der Kapsel raus. Oh fuck. Der Psycho hängt in der Kapsel! Okay, also die Situation von Josef ist doch ein bisschen prekärer. Das heißt, ich versuche, nachdem er ja an irgendwelchen Leinen oder sowas hängt, versuche ich an diesen Leinen anzuziehen, sodass ich ihn zu mir herbekomme und ihn wieder irgendwo einzuhängen. Also ich kletter da nicht zu ihm runter, ich versuche ihn zu mir her zu manövrieren. Okay, du hilfst Josef, ja, während er schreiend runterhängt, sehr nobel von dir. Ja, ja, darauf, Josef, hör auf zu zappeln! Darauf ein Würfelwurf bitte auf Geschicklichkeit und dann auf Stärke. Ja. Kann ich, pardon, ich möchte mich kurz einhängen. Ja. Wackel ich so hin und her, kann ich den Timmy mit den Händen erreichen, wenn er hinfassen würde? Warte. Ja. Okay, ich weiß ja nicht, dass sie das oben versucht, mich hinzuzerren, zu sichern. Ja? Ja, ne, ich versuche jetzt mal die Hände vom Timmy zu erreichen, damit er mich schnappen kann, weil der hängt ja dort total gefährlich. Sehr spannend. Ja, das ist dann ein Mehrfachwurf. Ja, das heißt, wir brauchen erst einmal Geschicklichkeit von Sarah, dann brauchen wir Kraft von Sarah, dann brauchen wir Geschicklichkeit von Josef. Josef. Und Kraft von Josef. Ja. Und Timmy, wirst du erkennen, was da gerade passiert oder nicht? Und lässt du dir helfen oder machst du wieder was Timmy-mäßiges? Ich schlag ihm mit dem Schlagstock eine drüber. Ernsthaft? Nein, seriously? Nein, eigentlich versuche ich jetzt... Du wunderst nicht, warum dein Karma hier so kollabiert, ja? Nein, ich erkenne die Situation, halte meinen Schlagstock aber nach oben, um die Reichweite zu verlängern, damit er nicht so schwer zielen muss. Alles klar. Ja, gut, dann fangen wir an. Erster Würfelwurf. Wie steht der Counter? Bilo in Tülisel, wie schaut's aus? Counter jetzt gerade, sehe Sarah 0, Josef 2, Timmy 0. Stimmt das noch? Nein, Sarah 2, Josef 2, Timmy minus 1. Ah, da hat es wieder reingehaut. So, gut. Das heißt, Sarah, willst du deine 2 Punkte aufteilen auf die Würfelwürfe oder direkt auf Geschicklichkeit setzen? Ich würde sie aufteilen. Moment, wie Geschicklichkeit, wie viel habe ich? 1. Ich hau's auf Geschicklichkeit, beide Punkte auf Geschicklichkeit. Alles klar, gut. Erster Wurf Geschicklichkeit, hier kommt er für Sarah. 6 plus 2 ist, da brauchen wir gar nicht mal weiterrechnen. Ist natürlich gelungen. So, zweiter Wurf auf Stärke für Sarah. 2 plus 4, 4, 5, 6. Lass ich gerade noch so durchgehen. Ja, ist aber schon hart an der Schmerzgrenze hier, ja. Ja, so. Jetzt wird's aber interessant, ja, weil jetzt kommt Josef, ja, sein Geschicklichkeitswurf mit dem Plus von 2, Josef, aufteilen oder auf etwas vergeben? Ich habe zweimal Wurf auf Geschicklichkeit. Du hast einmal Wurf auf Geschicklichkeit, einmal auf Körper. Ja, dann lasse ich die Geschicklichkeit nackt und die Körper, mein Körper, ich bin echt schlecht auf Körper, ja. Ich brauche da echt viel Glück. Sehr weise, also los geht's. Geschicklichkeit nackt. 6. Da brauchen wir gar nicht mehr nachrechnen. Das ist natürlich geschafft. So, und der Körperwurf. Nummer 6. Plus 1 ist 7. Hätte auch schon gereicht, de facto. Für diesen Move. Und damit kommen wir zu. Timmy. Der von der überragenden Würfelleistung der beiden Vorgänger von mir. Ein Plus 1 auf seinen nächsten Wurf bekommt.
das gleicht das minus 1, das er momentan hat, aus. Ja, das heißt, wir haben einen nackten Wurf auf Geschicklichkeit. Stärke brauchst du nicht, weil du wirst mitgezogen. Und dein Wurf startet jetzt. 4 plus 2 ist 6. Und das reicht mir in diesem Fall, dass du mitgezogen werden kannst. Ihr hängt jetzt an einer langen Kette. Oben Sarah, die alles festhält. Unten Josef, der an der Stange festhält, wo sich Timmy befindet. Lasst dieses Bild kurz einmal in euren Köpfen rotieren. Ich hoffe, es wirklich die Stange ist, ja? So. Gut, ihr müsst euch noch aus dieser Situation heraus befreien. Wie wollt ihr das tun? Möglichkeiten, die ich zum Beispiel sehe, ist, Sarah könnte versuchen, euch beide hochzuziehen. Möglichkeiten, die ich auch noch sehe, ist, Timmy könnte versuchen, wie an einer Leiter an Josef hochzuklettern. Ja, eure Entscheidung. Timmy hat die Initiative. Los geht's. Hat nicht aufgepasst. Ist Sprechen eine Free Action? Also darf ich das jederzeit machen? Du darfst jederzeit reden in dieser Situation, ja. Okay. Timmy, kletter rauf. Dafür brauche ich Körperstärke. Nein, ich helfe dir doch, du Depp. Mach schon. Es tut weh, mach weiter. Okay, ich versuche zum Muskelgelenk raufzuklettern. Gut. Ein Wurf auf Stärke. Und Julissa, mein Co-Spielleiter sagt mir gerade, Timmy hat plus 1 jetzt gerade, das braucht er dafür auf. Es geht los, Geschicklichkeitswurf für Timmy. 1 plus 2 plus 3 ist 5. Timmy rutscht ab und hängt nur noch mit einer Hand am Griff des... Du Lulpe! Ja, ich fasse auf jeden Fall nach. Ich mag den jetzt nicht abstürzen lassen. Gut. Hier kommt ein Würfelwurf und ich sehe gerade, Telisel schreibt mir, Josef hat 1. Ja, das heißt, wir haben plus 1. Josef versucht, Timmy hochzuziehen. Das ist natürlich ein Kraftakt. Ja. Holy f... Und der Würfelwurf kommt. 4 plus 1 ist 5 plus 1 ist 6. Du schaffst es, ihn hochzuziehen. Timmy kommt eins weiter und kann sich über deinen Kopf hochziehen, zu deinen Beinen am Po entlang. Genau. Ja. Jetzt würfelt mir aber trotzdem nochmal Sarah, weil für sie ist das eine erhebliche Anstrengung, euch beide festzuhalten, ja, während ihr diese Stunts macht. Ja. Und Telisael schreibt mir gerade, alles bei Null, wird ein ausgeglichener Würfelwurf. Danke Telisael an dieser Stelle. Und der Würfelwurf kommt. 6, da brauchen wir gar nicht wieder drüber weiterreden. Safe. Ja, ich würde sagen, jeden Tag, ich meine. Ich würde sagen, mit so einem tollen Würfelwurf, ja, hat es sogar geschafft, euch ein Stück weit mit hochzuziehen. Ja, ihr könnt euch also beide wieder an dem Wal festhalten. Ja, und es ist noch eine Etappe, bis zum Spiegel vorzuklettern. Initiative liegt bei Tommy, der nicht weiß, dass dieser Spiegel existiert. Mach weiter, da vorne ist der Spiegel, siehst du denn nicht? Na, Tommy hat gerade die Runde, also. Du bist Tommy. Timmy, ich heiße Timmy. Warum hängt ein Spiegel auf dem Bach? Und plötzlich. Weniger quatschen, mehr klettern. Und plötzlich fällt es dir. Und plötzlich fällt es Timmy wie Spinnen von der Augen, ja, genau. Wie das Spinnennetz aus der Toilette seitlich rechts oben. Stimmt ja. Du bist gestern Nacht nach Hause gekommen und hast im Spiegel kein Spiegelbild gesehen. Du hast es für einen Scherzspiegel gehalten und hast ihn angefasst und plötzlich bist du in diesen Spiegel hineingestürzt. Das ist der Ausweg. Leute, wir müssen in den Spiegel. Ich,
Ich kann es zwar im Hängen nicht so machen, aber du kannst es eindeutig erkennen. So. Schon, Freunde, wir müssen in den Spiegel jetzt. Wollen alle zum Spiegel klettern? Doch. Ja, bitte. Ja. Gut. Das heißt, für den Chat, letzte Chance. Ja. Ich gebe dem Chat jetzt nochmal original 3 Minuten Zeit. Ja. Letzte Chance, dass ihr nochmal Schicksal spielt und votet. Ja. Wenn ich Stopp sage, ist es vorbei und alles, was dann noch reinkommt, ja, sind verlorene Punkte. Okay? Dann nehme ich keine Punkte mehr an. Ja? Dann nehme ich keine Kanalpunkte mehr an. Letzte Chance, eure 3 Minuten jetzt. Ja? Votet. Jetzt kommt das Finale. Ja? Und wir sehen, wer wird überleben, wer nicht. Und Thylissael, nochmal ganz herzlichen Dank. Mein Co-SL Thylissael im Chat hat rausgehauen. Sarah hat +1 auf einen Würfelwurf. Josef hat +2 und Timmy hat -2. Sie wollen alle Timmy sterben sehen. Ja? Also gut. Ich werde ewig leben. Also gut. As you wish, meine Damen und Herren. Das Finale. Ja? Alle drei schwingen sich jetzt rüber zum Spiegel. Einen Wurf auf Geschicklichkeit. Einen Wurf auf Stärke und beide werden entscheiden, ob sie es rausschaffen. Initiative liegt bei Timmy. Und der Würfelwurf für Geschicklichkeit mit einem Minus von 2 startet jetzt. 3 und 3 sind 6. -2 sind 4. Sind 4. Timmy rutscht ab und stürzt in den Tod. Ich fange ihn. Ist mir egal, ich versuch's. Ein Rettungsversuch von Josef. Ja, ein Rettungsversuch von Josef. Josef hat +2. Wie viel von den Punkten? Ja, ich gebe den ganzen Bonus aus. Du gibst den ganzen Bonus aus auf Geschicklichkeit, um Timmy zu retten. Okay. Das wären 3. +2 sind schon mal 5. Und um ihn im Fliegen zu erwischen, verlange ich mindestens eine 7. Ich sag's euch gleich von vorne, damit es spannender wird. Ja. 7 oder höher. Und los. Puh. Ja. Und wir hängen schon wieder. Wir hängen schon wieder. Mit einer Hand am Wal, mit dem anderen an Timmy. Und Sarah hat die Initiative. Raus aus dem Level oder rein in die Rettungsaktion, deine Entscheidung. Nein, ich... Hau ab! Aber du... Hau ab! Ich greif runter. Du gehst in die... Zieh Timmy hoch. Sie zieht Timmy hoch. Und wie viel von deinen von dem einen Punkt willst du ausgeben? Da gebe ich. Ich meine, das ist Stärke, oder? Ja. Da gebe ich keinen aus. Okay, alles klar. Und hier ist der Körperwurf. 3 + 4. Und das reicht. Kann ich ihn gleich so rüberschwingen und durch den Spiegel hauen? Nicht mit diesem Minimumwurf. Ja? Okay. 3 ist das ist schon Minimum. Ja? Zum okay. Hochziehen. Ja. Da hätte ich schon mehr gebraucht. Eine 5, eine 6. Wäre mal dabei gewesen. Für eine richtig heroische Tat. Okay. Das heißt, wir sind wieder in der Ausgangsposition. Ja. Timmy hat jetzt einen Null-Malus-Versuch rauszukommen. Sarah hat noch einen Pluspunkt und Josef hat seinen aufgebraucht. Ja. Initiative hat Timmy. Noch einmal die Chance, den Level zu verlassen. Geschicklichkeitswurf startet jetzt. 6 +3, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Timmy schwingt sich zum Spiegel rüber. Stärkewurf. 4 + 2 ist 6 und Timmy verschwindet im Spiegel wie in einer Pfütze.
Halleluja! Timmy ist safe! Yeah, Baby! Darauf habe ich gewartet! Yeah, so muss es doch sein! Wer hätte gedacht, dass Timmy überlebt? Ich habe ihn wirklich sterben sehen, ganz ehrlich. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hätte ihn auch sterben lassen. Ja, wenn Shinobi in Vienna jetzt nicht eingegriffen wäre, ich hätte ihn sterben lassen, ja. Es war eure Entscheidung im Chat, ich hätte ihn sterben lassen, ja. Shinobi hat ihn gerettet, ja, der Held des Tages. Jetzt ist die Frage, kostet ihn das jetzt das Leben? Ja, Initiative hat Sarah. Ich würde meine Handlung tatsächlich verzögern wollen und zuerst dem Josef den Vortritt lassen. Kannst du machen, selbstverständlich. Initiative geht an Josef, ja. Aber ich sag's euch gleich, dadurch vergeht natürlich etwas Zeit in der Runde, ja. Und das heißt, ihr habt nur noch die nächste Runde, dann wird der Wal mit dem Schiff kollidieren, ja. Es ist schon klar, ich habe nur Angst, dass er abrutscht. Josef, bist du bereit für deinen Wurf? Ja, na klar. Gut. Auf Geschicklichkeit startet der Wurf von Josef jetzt. 3 plus 3 ist 6. Reicht mir zum Rüberhangeln. Ja, sage ich jetzt mal. Ja, schauen wir, was der Stärkewurf ergibt. Oh weh. Da verlässt Josef die Kraft und er stürzt. Ich fange ihn auf. Ich fange ihn auf. Ich fange ihn auf durch den Spiegel. Sarah, du hast noch plus 1. Ja. Willst du das einsetzen oder? Ja. Ja, gut, okay. Ist dadurch, dass er im Fallen ist, natürlich auch ein Geschicklichkeitswurf. Ja. Stärke schenke ich dir jetzt mal. Wir würfeln jetzt nur auf Geschicklichkeit. Ja. Du plus 1 auf Geschicklichkeit und los. 6 plus 1 ist 7 plus 1 ist 8. Ja. Das ist ein heroischer und damit kannst du, wenn du möchtest, fuck. Aus dem Level befördern, wenn du möchtest. Also ich befördere ihn aus dem mit so einer. Perfekt. Ich fange ihn so auf und dann schwinge ich ihn gleich durch den Spiegel durch. In den Spiegel rein und er verschwindet darin wie in einer Pfütze. Josef ist safe. Genau in die Fresse von Timmy. Und das heißt, ja, letzte Würfelmanöver, ja, für Sarah Geschicklichkeit. Jetzt keine Bonusse mehr. Los geht's. Wird sie ihre heroische Tat bereuen und das Opfer sein, das erbracht werden musste? Ja, oder nicht? Würfelwurf startet jetzt. Eine 6 und damit verschwindet auch Sarah, bei meiner Stärke von 4 brauchen wir da jetzt nicht drüber reden, verschwindet auch Sarah im Spiegel. Alle Spieler sind safe. Ja, jetzt dürft ihr gerne applaudieren, meine Damen und Herren. Ja, applaudier, Sound. Ja. Wie beim Pilot bei der Landung. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, ja, bei Shinobi in Vienna. Folgt gerne dem Kanal. Shoutout bitte, wenn jemand so lieb wäre, an Shinobi in Vienna. War echt nett, danke. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank an Half a Ninja. Outstanding. Danke, danke, es war wirklich lustig. Sollen wir da auch einen Shoutout machen? Machst du irgendwas auf deinem Kanal? Nein, den habe ich eigentlich. Shinobi in Vienna und ich beide verwenden seinen Kanal gemeinsam. Also wer Half a Ninja folgen will, folgt einfach Shinobi. Ja. Genau. Und ein fettes Dankeschön an Simi, der heute mit von der Partie war und das war sein erstes Tischrollenspiel, meine Damen und Herren. Richtig cool, Simi. Sein erstes Tischrollenspiel. Echt? Ja. Voll cool. Also Respekt. Ganz ja, also ich bedanke mich auch auf jeden Fall für diese Erfahrung. War mega cool. Ne? Flinktastisch, würde ich jetzt sagen. Und ich hab's gesagt, ne? Timmy Flink lebt ewig. Wunderbar. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Baba. Tschüss. Servus. Tschüss. Ah.